Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute ist es wieder soweit. Die MS The Pod sticht in See, kentert irgendwo auf den Weltmeeren und durchnässte Überlebende schleppen sich an ein fremdes Ufer. Was ist das? Was wird hier geschehen? Um was für eine Insel handelt es sich? Wir werden es rausfinden in die Inseln des Schreckens 3. Und heute mit mir angetreten, meine Damen und Herren, der Mann mit der größten Inselbegabung in Franken. Triple S Sebastian Survival Stange persönlich. Großer Gott, das hast du vorgeschrieben. Ist ja fantastisch, hallo. Kommentiere das nicht, auf jeden Fall, meine Damen und Herren, ebenfalls angetreten, der Robinson von der Reeperbahn, er mag sein Eiland am liebsten hart gekocht, Dom Schott. Yo, Meyers Hamburg! Ich bin auch dabei, hallo, für mich habe ich mir nichts ausgedacht. So, da sind wir also, ja, nach Ewigkeiten, meine Damen und Herren, die Leute nagen uns quasi die ganze Zeit immer am Fußknöchel, also knabbern ganz zärtlich, so wie so Putzerfische und sagen, hey, was ist eigentlich mit Inseln des Schreckens? Und jetzt haben wir uns gedacht, so, Mensch, ja, wir haben ja eine Chance und diese Chance heißt Dom Schott, ja. Das ist quasi unsere Lösung. Jetzt machen wir Teil 3, denn das gab's ja noch nie, Inseln des Schreckens mit Dom. Es ist ein neues Gefühl, sich als Lösung zu fühlen und nicht als Problem. Aber ich begrüße das. Die Antwort auf alle Fragen. Ja, na gut. Ich bin gespannt. Guck mal, die Stimme kann es schon gar nicht abwarten, nach auf Siegertreppchen ganz nach oben zu klettern. Ich habe im Vorfeld schon mit Jochen einen Podcast aufgenommen. Er hat mich schon warm gemacht für diese Atmosphäre hier und für den Ton, der angeschlagen werden wird. Konstruktiv, freundlich, entgegenkommen, empathisch. Das klingt wie ein Podcast für mich. Ja, genau so. Ja. Wir sind gespannt. Also sind wir vorbereitet, meine Herren? Ja, welches Getränk nehmt ihr denn mit auf eine einsame Insel? Oh, naja, Bier? Ja, aber was für eins? Ich höre Bier. In diesem Fall der hervorragende Daniel hat mir Biere aus Mainz zugeschickt. Da bin ich erstens hoch erfreut, ne, weil Hörerbier. Zweitens tief bestürzt und skeptisch, weil Mainz, ich hätte hier zur Auswahl ein Mainzer Dombräu von Kühn, ich weiß gar nicht, ob wir da reden, oder ein Eulchen Märzen von der Eulchen GmbH. Ich fange mal mit dem hellen, dem Mainzer Dombräu an, das sind Gott sei Dank bloß 0,33er Flaschen, das wird schon gehen, 5,2%, es verspricht zu schmecken, scheint eines dieser Hipster-Biere zu sein, mit kleiner Auflage und okay, ja, geht, schmeckt bierig. Sehr gut, ja, das ist einfach, schmeckt bierig. Ist rund, ist malzig, hat eine gewisse Hopfennote, es ist nicht so schrecklich, wie ich habe jetzt mit Kölsch gerechnet oder ähnlichen Gräueltaten, das ist es nicht. Hervorragend. Dann, Dom, wie bist du denn hier erschienen auf der Insel? Ja, also ich habe da so einen ungesunden Rhythmus entwickelt, so ungefähr 12 bis 15 Sonntagscasts lang trinke ich immer nur Wasser und Tee, um dann bei einer Aufzeichnung wieder völlig außer Rand und Band zu gehen. Und wir haben alle Glück, diese Aufnahme wird heute sein. Passend zum Thema habe ich mir mein Lieblingsgetränk für die Insel hingestellt, und zwar eine Flasche Weißwein. Es ist ein Chardonnay La Chapelle aus dem Jahr 2020, aus unserem beliebten Nachbarland Richtung Westen, also Frankreich. Das werde ich mir schön erstmal am Schraubverschluss vorbei, ich gucke mal, ob man es hören kann, so, schön am Schraubverschluss vorbei ins Glas gießen, das ganz übel und schlecht gespült wurde. Man sieht noch verschiedene Muster von Besuchen der letzten 4 Wochen auf dem Glas. Sehr schön, als würden sie alle mittrinken. Und nebenbei, das möchte ich auch noch sagen, habe ich mir natürlich auch für heute eine Duftkerze angezündet. Passend zum Thema eine mit dem Titel oder mit der Bezeichnung A Quiet Place. Sie riecht nach, weiß ich nicht, nach frisch gewaschener Wolle. Sehr angenehm. Das ist jetzt mein Start-Setup. Perfekt. Mit A Quiet Place verbindet man heutzutage ja nicht mehr so die Idylle, ne? Ja. André. Riecht nach Postapokalypse und komischen Aliens. Also ich habe auch vom Daniel Post gekriegt. Ich weiß gar nicht, trinken wir das gleich? Ich habe das Eulchen. Das ist das Märzen. Das gab es auch in dem Paket. Ich fange jetzt erstmal mit dem Hellen an, weil das Eulchen, das Märzen hat irgendwie 0,2% mehr Umdrehungen. Und ich habe gedacht, das ist sicher etwas süffiger, falls mir das erste nicht schmeckt. Oder falls ich dann umsteige nach einer Stunde Aufnahme.
Ich habe da einfach mal hier einfach quasi ins Paket gegriffen und das ist mir als erstes in die Finger gefallen. Hier das Eulchen, da ist eine Eule vorne drauf, die einem den Rücken zudreht, ganz unhöflich. Und da werde ich jetzt mal gucken, mit was ich hier an den Strand gespült wurde. Weißt du, was ein Märzen überhaupt ist? Eine Biersorte, die wurde früher im März hergestellt, weil dafür brauchte man im Brauprozess irgendwie noch Eis und im März ging das. Aber ich weiß nicht mehr, was genau in dem Brauprozess anders war. Und heute wird es nicht mehr bloß im März gebraut, sondern das ganze Jahr über. Das klingt sehr ausgedacht übrigens. Ich finde, wenn man da so zuhört, das klingt nicht, als wäre das richtig. Also weiß ich nicht, in meinem Kopf befindet sich sehr viel Halbwissen und sehr viel vermutetes Wissen. Ja. Ich kann das beides aber nicht auseinanderhalten. Also es schmeckt sehr säuerlich, schon so weißbierartig. Hab ich Glück gehabt. Aber genau so ist das, ja. Dann bist du an den Strand gespült und denkst dann noch so, rein Glück, wenigstens eine Flasche Bier, ja, und dann endet ja, das. Ja, Inseln so. Und Strand, das ist ja ohnehin die große Dissoziation, ne? Da Sehnsucht danach, eine Verklärung von Karibik und Mittelmeer und Sandstrand. Letztendlich ist Sand eine furchtbare Erfindung, kommt überall hin, kratzt, tut weh, rieselt, reibt, ja. Die Sonne wird auch vom Sand reflektiert, da kriegst du nicht bloß oben auf der Glatze Sonnenbrand, sondern auch unten irgendwie unterm Kinn. Es ist unerträglich auf diesen Inseln, was geheim gehalten wird, stets von der Tourismusindustrie, ja, ist diese Menge an Insekten und ihre Vielfältigkeit und ihre Zahl. Alles summt und brummt und will dein Blut. Es ist furchtbar. Was haben wir für einen Fehler gemacht? Dass wir überhaupt auf dieser Kreuzfahrt waren, war falsch und jetzt hängen wir auf diesen Inseln fest. Arschlöcher. Wir waren ja vielleicht auch gar nicht auf einer Kreuzfahrt. Wer weiß, vielleicht haben wir auch Dinge transportiert. Pinguine gerettet. Sehr gut. Fantastischer Anlass, um mal wieder über Star Wars Episode 2 zu sprechen, denn dort hält Anakin Skywalker einen unsterblichen Monolog, in dem er offenbart, dass er Sand nicht ausstehen kann. Ja, wir erinnern uns so alle rau an diese Szene. Genau, er ist rau, er kommt nicht so weich, ja, wie Prinzessin Amidala. Er kommt überall hin. Er ist voll rau. Ja, danke. Also, ja, kurze Rückmeldung zum. Wir alle kennen die Memes. Nee, ich find, ja, aber ich arbeite aber ganz ernst. Wie kann man sich denn irgendwas aus diesen Filmen merken? Ich meine, das ist alles. Das war wie Teflon. Das hast du angeschaut und das ist oder irgendwie, weiß ich nicht, wie Plastik essen. Es ist praktisch unverändert wieder ausgeschieden worden von mir und es ist nichts hängen geblieben. Nee, da hat er doch schon recht. Also damit hat sich George Lucas schon ein Denkmal gesetzt. Ja, also dafür wird man sich auch hinterher an ihn erinnern. Alle anderen vorher geleisteten Beiträge zum Filmgeschäft sind lange vergessen. Ja, aber Drehbuchschreiber werden das auch in 100 Jahren noch durchnehmen. Es fühlt sich ja an wie so eine Rancor-Grube, in die ich da was reingegeben habe und sofort wird es der Fleisch. Ne, kleines. Na, guckst du mal, Rancor, da bin ich wieder dabei. Das habe ich mir gemerkt. Das war in den Originaltrilogien. Die waren gut, weil ich damals jung und beeinflussbar war. Seltsam. Als ob ich ein Muster erkenne, aber darauf lasse ich mir jetzt nicht ein. Ich habe übrigens auf meinem mehrseitig starken Vorbereitungsnotizendokument einen Charakter aus dem Star Wars-Universum stehen. Wir werden nachher alle jubeln, wenn er genannt wird. Das ist alles so, hä? Ich hoffe, er ist angemessen obskur. Ja, das ist der, ihr wisst doch die so aussehen wie Schweine in Jabba's Palast. Der Linke da, der hat einen Namen. Wir wissen doch, dass es Jar Jar Binks ist, ja, als große Überraschung für uns alle. Und dann, ja, dann haben wir auch alle schon die Applaushandschuhe angezogen. Ja, jetzt wartet mal ab. Und dann erzählt er uns doch diesen halbstündigen Monolog, dass Jar Jar ja eigentlich ein Sith-Lord ist. Oh ja, und das ist fantastisch. Oh. Das ist genial, was Film... Fun Facts angeht, dass Jar Jar eigentlich der Böse war. Für ihn, er war der Schlüssel der Trilogie. Kann man auf YouTube sich noch angucken. Am besten nachts um 3:30. Schön gebeugt über den Laptop. Wie der Begriff Facts inzwischen verwendet wird. Das ist wichtig in dieser Reise, dass sich selbst einreden, dass die Prequel-Trilogie Wert hat. Ja, da ist das ein wichtiger Bestandteil. Das ist so faszinierend gemacht. Ich habe das schon so oft erzählt, wie dann Frames eingefriest werden, wenn Jar Jar zur Kamera guckt und dann gibt's so eine mythische Musik drunter und dann sagt der Sprecher, er guckt
direkt zum Zuschauer. Er bricht durch die vierte Wand, weil er ein Sith ist. Das ist einfach, ich krieg Gänsehaut. Das Video taucht immer nur zwischen 3 und 5 Uhr nachts auf. Das heißt, man braucht keine Kunde zu gucken. Aber es ist wirklich cool. Wenn du bist dreimal George Lucas sagt. Oder Scheiße. Bevor YouTube öffnet. Das ist wie diese Indoctrination Theory für Mass Effect, wo alles irgendwie retconnt wird in der vergeblichen Hoffnung, dass die Scheiße einen Sinn ergibt. Ja, wollen wir jetzt mal die Inseln erklären oder was? Die Leute fragen sich doch schon, was ist denn hier los? Ja, also erstmal für neu hinzugekommene, es begab sich vor vielen Jahren in der Geschichte dieses Podcasts, dass wir gesagt haben, es gibt ja diese Idee der 3 oder x Spiele für eine einsame Insel. Ja, damit geht es los, dass man für jemanden fragt, sag mal, hier, stell dir mal vor, du müsstest auf eine einsame Insel und du darfst nur 3 Spiele mitnehmen. Welche 3 Spiele wären denn das? Und das ist ja im Grunde genommen so die Kurzfassung oder eigentlich die Langfassung der Frage, was sind denn die 3 geilsten Spiele, die du halt irgendwie ewig spielen könntest? Und das haben wir angefangen und unsere Inseln wurden nach und nach immer abstruser, weil wir es dabei nicht haben bewenden lassen. Und seitdem gibt es also 2 Folgen Inseln des Schreckens, wo wir uns jeweils besondere Inseln ausdenken, mit besonderen Rahmenparametern, immer verbunden mit der Frage, welche Spiele würdest du denn jetzt auf diese Insel mitnehmen? So, und genau darum soll es heute gehen. Jeder hat Inseln im Gepäck, die er den anderen vorstellt, und dann wird darüber zu sprechen sein, welche Spiele nimmt denn jeder mit auf diese ganz spezifische Insel? Und vielleicht werden hier und da auch Kommentare angebracht darüber, wie denn die Kollegen diese Auswahl finden. Ob man, ja, vielleicht gibt es auch wieder einen Sebastian Stange, der Sieger in diesen einzelnen Runden erklärt, nach einem Bewertungssystem, das nur ihm bekannt ist und vielleicht auch von Runde zu Runde wechselt. Also ich bin diesmal nicht so cocky, ja, so siegesgewiss und selbstbewusst. Das liegt vielleicht auch an der Weisheit des Alters, die noch nicht in. Oder des Teilnehmerfeldes. Es liegt vielleicht am Teilnehmerfeld. Ich bin gespannt. Und auch die Inseln sind dieses Mal durchaus knifflig. Man könnte auch sagen, uns gehen die Ideen aus. Ich bin gespannt. Also, das möchte ich im Vorfeld, solange wir hier noch alle gut miteinander sind, möchte ich das nochmal sagen. Ich war also ganz angetan von diesen Ideen, die wir alle, da schließe ich mich mit ein, hatten. Also, ich war wirklich begeistert. Ich fand das ganz toll. Es ist eine super kreative Aufgabe gewesen. Und ich finde jede einzelne toll, die rausgekommen ist. Das möchte ich vorwegwerfen, das meine ich auch so. Es gibt kein Punktesystem, deswegen habe ich keinen Grund, gekünstelt, nett zu sein zu irgendwem. Oh. Ja. Ich bin auch der Meinung, also da steckt noch was drin. Wir werden es jetzt rausfinden, ja, ob da tatsächlich was, also wie viel dahinter tatsächlich noch drin steckt. So, weiß ich nicht, wir machen was, soll ich einfach mal, ich werde jetzt einfach mal hier, wisst ihr was, ich mache das so eine Art Zufallsziehung. Und zwar, ich habe ja alle Inseln, die vorgeschlagen wurden, die sind in einem Google-Doc jetzt. Nehme ich, da kann man ja am Rand immer so einen kleinen Balken mit der Maus greifen und dadurch schnell durch ein Dokument scrollen. Das werde ich jetzt rauf und runter bewegen. Und jetzt schließe ich die Augen und dann lasse ich es an irgendeiner Stelle los. Und da, wo wir sind, da fangen wir an. So. Warum hast du denn kein Mausrad eigentlich? Ja, weil damit kann ich ja nicht so schnell rauf und runter scrollen. Ich habe hier so ein Gaming-Mausrad. Ich habe damit keine Probleme. Kannst du ja auch die Ziehung machen, wenn du möchtest. Nee, bitteschön. Nee, bitte. So, also, und das ist stehen geblieben bei der Sidekick-Insel. Das ist eine Insel von Sebastian. Möchtest du bitte deine Insel selber vorstellen? Die Sidekick-Insel. Na gut, die Sidekick-Insel, wo sind wir? So, wir haben eine Insel, die ist eher wild und ungemütlich. Wir denken an Inseln der Fliegen, vielleicht auch hier und da Dinosaurier und Monster unterwegs. Es ist keine Zivilisation, keine Ferienressorts, keine Infrastruktur, kein Internet, kein gar nichts. Und wir haben auch keine Spiele mit, aber wir haben die Möglichkeit, einen Videospielbegleiter uns zu unserer Seite zu stellen. Und zwar sollte das ein Mensch sein oder eine Person, eine Entität, die wir in einem Videospiel direkt steuern. Das ist dann unser treuer Freitag für unsere Robinson-Situation. Und ich frage mich, ja, wen wählt ihr aus, um euch den Aufenthalt auf dieser ja doch eher gottverlassenen, wilden, ungemütlichen Insel zu erleichtern? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Ich habe mir die richtige ausgesucht und erkläre euch, warum ihr einen Denkfehler macht. Ich finde es gut und beruhigend, dass es eine richtige Lösung auch für diese Aufgabe gibt, ja, die damit ja aufgedeckt wird. Es ist wie Mathe. Es gibt eine richtige Antwort. Alle anderen sind falsch.
Das sind die besten Diskussionen, in denen es eine richtige Antwort gibt. Sehr schön. Ja, dann ist das hinterher auch alles erstmal geklärt. Ja, das finde ich sehr gut. Ja, wir sind hier unter Wissenschaftlern. Das ist doch ganz einfach. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, also das heißt, genau, ich darf, es muss eine Figur sein, die ich auch selber steuern kann. Richtig, ne? Also das quasi ist der richtig, Protagonist ja. eines Spiels. Ja, der Protagonist eines Spiels, der Spielheld, der Spielcharakter. Und das ist einfach, das ist, ja. Und das ist natürlich eine Frage, ne, ob man jetzt jemanden nimmt, der besonders kampfstark ist, ne, dann könnte man sich den Widrigkeiten der Insel erwehren. Aber ist das alles, was du willst? Aber ich will jetzt nicht so viele. Das klingt so suggestiv. Ich will nicht so viele Tipps geben, ja, nicht, dass ihr jetzt gleich wieder feststellt, dass ihr geirrt habt in Vorbereitung, ja, das Ausmaß eurer Inkompetenz euch bewusst wird. Ich fänd's viel besser, wenn ihr euch erstmal blamiert. André, du hast jetzt schon großkotzig die erste Auswahl getroffen. Ach, sehr gut. Hab mir extra weggeduckt und die Augen zugemacht. Sehr gut, wie wenn der Lehrer jemanden sucht. Ja, genau. Also, wer meldet sich? Hat sich schon so am Strand eingebuddelt. Ja. So André? Es gucken noch so die Stielaugen raus. André, sag mal, was hast du denn da? Ich habe mir das überlegt, ich habe vor allem auch überlegt, so, wie ist denn das genau? Also man muss ja so ein bisschen abschätzen auch, was ist das für ein Charakter? Also ne, wie schnell geht er oder sie einem hinterher vielleicht auch auf den Sack oder sowas? Kommt man mit denen überhaupt aus? Ah, ne? Okay. Ja, das ist durchaus. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich alles umschiffen und ich nehme einfach Yoshi mit. Weil ich mir dachte, besser ein cooles Haustier als irgend so ein Arschloch, das dir hinterher auf den Sack geht. Ja? Erstens. Zweitens, alles, was es an gefährlichen Tieren gibt, die den lässt Yoshi fressen. Und dann legt er Eier. Aus den Eiern schlüpfen auch noch neue Yoshis. Und dann sind wir bald eine große, glückliche Familie. Hinterher, wenn es zu viel wird oder sowas, kann man die Eier auch einfach aufessen. Ja. André, weißt du, kannst du ein Feuer entzünden ohne Hilfsmittel? Es gibt auch die Möglichkeit, dass ein roter Yoshi dabei rauskommt, der dann Feuer spucken kann. Also das die heißt, du wirst jämmerlich an Hypothermie krepieren. Was, Moment mal, du hast nichts zu den Temperaturen gesagt? Ich dachte mir, ich meine, du kannst die erste Nacht überleben, indem du in den frischen Leichnam von Yoshi kriechst. Aber bei Nacht 2 und 3, tut's mir leid. Ich also bitte. Ich finde es bemerkenswert, dass du dir auch zielsicher die einzige Figur aus dem Nintendo-Kosmos gewählt hast, die nervigste Stimme und Sounds generell. Also, das verstehe ich nicht. Nein, du redest, also bitte, Mario hat die nervigste Stimme. Yoshi ist total niedlich. Das macht jedes Mal Njam, Njam, wenn es irgendwas gefressen hat. Ja. Die Yoshis, wenn ich hinterher erstmal mehrere Yoshis habe, ne? Also nach ein paar Jahren oder sowas, dann ist das ja alles eine große Yoshi-Familie. Einen davon habe ich geheiratet inzwischen, weil es einfach einsam ist auf dieser Insel. Und die können ja auch singen. Ja? Bei Yoshi's Island am Anfang sehen wir, die Yoshis können singen. Die Yoshis haben auch so eine grundlegende Kultur mit irgendwelchen Mythen, die überliefert werden oder sowas. Das ist super. Ich kann auf denen reiten. Ja, ich reite auf meinem Yoshi um die Insel. Ich habe so viel Spaß. Das ist ja die Horrorinsel für die Yoshis, ey. Es ging ja nicht um die Yoshis. Außerdem, die Yoshis lieben das. Wir sehen das ja in den Stellt ihr auch, Dom, stellt dir auch diese entsetzlichen Chimären aus André und Yoshi vor, die erzeugen wird. Ja. Und wie immer neue Eier ausgebrütet werden, da kommen die Yoshis auf die Welt und freuen sich und sehen, wo sie gelandet Kill sind und me. Versuchen, ins Ei zurückzuklettern. Aber da ist André schon, zieht raus, guckt sich die Farbe an. Und was kannst du, kleiner Yoshi? Ja, genau. Falsche Farbe, ab in die Pfanne. Ja. Ja, ich muss auch irgendwie über die Runden kommen. Ich weiß nicht, wie die Nahrungssituation auf der Insel ist. Oh ja. Wenn du die Spiele anschaust, sobald der einen Gegner frisst, kannst du quasi aussuchen, Feuer spucken oder ein Ei legen. Ne? Also, das ist die Eierproduktion zum Beispiel, das ist der Hammer. Die Nahrungsversorgung ist damit sichergestellt. Die kann man wahrscheinlich auch schlürfen. Was, wenn es keine Gegner auf der Insel gibt, sondern einfach nur Nässe und Kälte? Ja, aber du hast doch in deiner Beschreibung schon. Ich habe gesagt, vielleicht sogar Dinosaurier. Ja, wenn es keine Dinosaurier gibt, gibt's halt nur den einen Yoshi. Das ist ja dann auch quasi ein Dinosaurier schon. Ja, und was macht ihr dann? Wenn er, weil es wird als, heiraten. Das wird wohl ein eher kurzes Vergnügen. Ja. Am ersten Tag werden wir noch glücklich über die Insel reiten und erkunden und dann irgendwann kristallisiert sich raus, dass die Lage ist halt schwierig und
ja, dann ist es, dann hängt er halt irgendwann an diesem Bratspieß, ne? Und ich drehe das mit so einer Träne im Auge. Ja, so ein wirtschaftliches Problem, ne? Du brauchst einen beständigen Nachschub an Gegnern, damit Yoshi als ein Ressourcenwandler funktioniert. Ja, aber du brauchst doch so oder so Versorger auf der Insel. Also ja, ich meine, wenn... Ja. So, oh, nein, ich komm ja länger durch mit meinem Yoshi. Warte, bis ich die richtige Lösung sage. Ich meine, ich kann jetzt die richtige Lösung sagen und dann tut sich halt Dom schwer, irgendwie den Murks, den er sich ausgedacht hat, zu begründen, oder Dom erzählt schnell nochmal. Also ich würde sagen, ich erzähle zuerst. Also erstmal können wir ja André jetzt abhaken, das war falsch. Zonk. Ja, ne? Nächster Versuch. Also, ich habe mich gefragt, was erwarte ich denn eigentlich von dieser Figur, die ich da mitnehme? Was ist eigentlich mein Anforderungsprofil? Da fielen mir drei Dinge ein, die mir wichtig sind von so einem Sidekick auf einer einsamen Insel. Und zwar zum ersten Schutz. Also, ich bin selber natürlich ein wahnsinnig wehrhafter Mensch. Ich habe Rugby gespielt, ich habe Judo bis zum... Du kannst ja nicht so, sowas sagen, während ich Bier trinke. Ich habe Judo bis zum weißen Gürtel gerollt. Ich kann mich immer noch abrollen, ohne mich zu verletzen in den meisten Fällen. Das ist geblieben. Aber es gibt natürlich noch viele Fähigkeiten, die ich nicht habe. Das heißt, Schutz soll mir geboten werden und auch Fähigkeiten, die ich selbst nicht besitze. Und, das neigt man ja zu vergessen, auch durchaus moralischer Rückhalt. Ich brauche eine Person, die mir auch mal auf den Rücken klopft und sagt, Mensch, heute haben wir kein Essen gefangen, morgen ist ein neuer Tag. So, das wird alles schon. Und dann bin ich durch meine Spielografie durchgegangen, habe überlegt, wen könnte ich denn finden, auf den diese drei Dinge zutreffen. Schutz, moralischer Rückhalt, wertvolle Fähigkeiten und Skills. Und da landete ich bei einer Figur, die seit letztem Jahr, glaube ich, dem Großteil Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt, bekannt ist als dem Helden von Bleitown. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich würde mitnehmen als Sidekick meine Spielfigur aus Dark Souls 1. Sie vereint die besten Fähigkeiten, die ich jemals auf dem Bildschirm manifestieren konnte. Geduld, Kampfeskraft, Ausdauer, Stärke, nochmal Stärke, Stärkewert von 42 am Ende, eine magische Keule plus 5. Und mit dieser Figur bin ich damals durch Bleitown marschiert, dem nervigsten Level von Dark Souls. Und wenn man etwas lernt in diesem Level, dann nicht sich aufzugeben, sondern immer an das Gute in der Zukunft zu glauben. Und diese Person möchte ich gerne an meiner Seite wissen. So, und ihr könnt nicht sagen, dass das nicht die richtige Lösung ist. Ich verstehe das richtig. Du, bei der Frage, wen möchtest du mitnehmen auf einer einsamen Insel, antwortest du dich selbst. Ja, also die beste Version von mir, der Held von Bleitown. Wen möchte man denn sonst? Vielleicht leichte, kommunikativ eingeschränkte Version von dir, wenn ihr dann abends am Lagerfeuer sitzt und er versucht mit irgendwelchen Tänzen mit dir irgendwie eine Unterhaltung zu bestreiten. Du, André, Schulterklopfen ist eine Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird. Er kann, wenn er nur mit Emotes reden kann, ja, oder interagieren, dann wird er gar nicht so richtig klar machen können, dass der Sand in der Rüstung inzwischen wundscheuert. Ja, oder auch vor allem, weißt du, dass, wenn du hinterher feststellst, dass diese Praise the Sun-Geste bedeuten sollte, das Zelt brennt, dann werdet ihr schon noch ein bisschen traurig einander in die Augen sehen. Also, ich möchte noch mal sagen, alle meine Anforderungen wurden erfüllt und es geht sogar noch weiter. Während André heiratet, um sich die Zeit zu vertreiben, können wir einfach andere Inseln invaden, auch euch beispielsweise. Für Unterhaltung ist gesorgt. Ich fühle mich sehr gut mit dieser Entscheidung. Ich weiß nicht, was daran auszusetzen ist. Der Kommentarbereich wird mir zustimmen. Ja, ich fürchte, bei der ersten Exkursion wird diese Person, die hat keinen Namen, ne? Der Held von Bleitown. Doch, den habe ich Dom genannt. Natürlich. Wird Dom 2, also der vermeintlich bessere Dom, irgendwo gucken, so, ha, da unten am Strand, das könnte interessant sein, vielleicht finde ich da Loot. Und sich denkt, naja, kann ich so tief eigentlich springen, ohne dass ich mir da irgendwie mir wehtue, und sie sagt, ah, fuck it, springt da runter und stirbt. Und hat völlig vergessen, dass hier die Regeln von Dark Souls nicht gelten. Und dann liegt er da, ja. Niemand, keine Seelen, die übrig bleiben. Es stimmt schon, auf eine Insel jemanden mitzunehmen, der nicht schwimmen kann, ist vielleicht auch nicht die ideale. Der nicht schwimmen kann, ja, und der auch kein Verhältnis oder keinen Respekt vor dem Tod hat, sondern für den das völlig normal ist. Ja, merkt ihr was, ne? Wie ihr plötzlich anfangen müsst, euch die Dinge aus den Fingern zu saugen. Als André gesprochen hat, ging hier ein Wirbelsturm aus Hohn und Spott los. Weil die Leute es nicht verstehen. Ihr müsst richtig nachdenken. Bei mir, es ist ein Indiz, richtige Antwort. Ja, das muss sich der Schock also, vielleicht auch erstmal legen. Während André halt wirklich offensichtlich Blödsinn erzählt hat, hast du halt so eine Nicht-Antwort gegeben, ja? Na, also praktisch gesagt, also auch ich bloß besser. Ja, also.
Mind blown. Das zeugt von einem Grad an Selbstverliebtheit, ja. Insbesondere bei langen Nächten im Lagerfeuer. Das ist ja wirklich, das ist mehr Selbstmasturbation, als hinterher auf dieser Insel stattfinden wird. So, soll ich euch ganz kurz die wahre Antwort vor Augen führen? Die Lösung. Die Lösung verraten. Die Matheaufgabe lösen. Jetzt sind wir mal sehr gespannt. Ja, es ist einfach, ganz einfach, ja. Ich verrate noch nicht, wer es ist, aber es ist eine männliche Figur. Nachdem wir an der Insel ankommen, werde ich mich am Strand hinlegen, in den schattigen Bereich, ich habe helle Haut und ein bisschen das Wetter genießen. Währenddessen wird es klopfen und geben. Und mein Begleiter wird völlig aufgeregt durch die Gegend huschen und irgendwo rumprügeln und machen. Und dann ziehen wir ein in das Haus, das er gebaut hat. Ich nehme mich fucking Steve aus Minecraft mit, ja. Und in wenigen Stunden ist da eine bequeme, manierliche Existenz mit getrennten Schlafzimmern, mit fließend Wasser, mit einer Infrastruktur, die eigentlich die ganze Insel binnen Kürze in ein Ferienresort verwandelt oder in alles andere, weil Minecraft ist praktisch grenzenlos und das Fähigkeitenkabinett, das Crafting, Kampf, Bau, Schürf, Tunnel und was es sonst noch so gibt, Fähigkeiten, Spektrum von Steve ist ungeschlagen. Des Weiteren hat er keine Persönlichkeit, er redet nicht, er ist einfach nur mein, man könnte sagen Sklave, ja, ein Automaton, einfach nur eine Verlängerung meines Willens. Und das ist die Lösung? Ja, natürlich. Also, Moment. Das ist, wo hier bei dieser wasserdichten Argumentation sehe ich nicht, wie ein Tropfen Zweifel durchdringen kann. Also, ich weiß ja, sag mal, braucht Steve nicht zum Bauen Ressourcen, zum Beispiel Stein? Deswegen prügelt er auf Bäume ein. Aber er muss doch auch die passende Ressource auf dieser Insel finden. Was, wenn es da zum Beispiel gar keine Steine gibt? Dann sitzt er da, hat das Inventar voller Holz und dann, was dann? Selbst dann, also dann kann er, die Insel wird ja wohl Steine haben. Sonst wäre sie weggeschwommen vom Meer. Die Insel ist ja wohl nicht gerade eine Sanddüne. Nein, da kommt. Kann doch so eine Malediveninsel sein. Okay. Also ich bitte dich, ja, auch da wird es Steine geben. Also nicht unbedingt. Ich war mal auf so einer, war jetzt nicht unbedingt ein Felsmassiv in der Mitte der Insel. Technikalitäten, dann gräbt er halt in den Boden, das macht Steve auch mit seiner Holzschaufel, die er sich gebaut hat, nachdem er ein paar Mal auf den Baum geschlagen hat. Da wird er nur Wasser vorfinden vor allem. Da habe ich halt gar nicht bedacht. Nein. Du merkst an Doms Schweigen, ja, wie er sich gerade den Kopf zerbricht und versucht, seiner Wartekritik zu üben. Es fällt ihm schwer. Ich bin gerade auf der Webseite minecraft.fandom.com und lese mir den Eintrag zu Steve durch und sehe hier viele Gründe, warum das eine doofe Idee ist. Ich kann mich nur nicht entscheiden, wo ich anfangen soll. Also, sprich, du hast noch keinen gefunden. Das ist richtig. Nein. Mal ganz kurz am Rande. Mal ohne Witz da, vielleicht oute ich mich da jetzt, aber ganz kurz mal für mich. Ich wusste nicht, dass diese Figur Steve heißt. Ehrlich gesagt wusste ich das wirklich nicht. Wird im Spiel auch in keiner Stelle erwähnt. Ich bin der Meinung, die Community hat ihn einfach so getauft. Das ist ja echt, also das ist jetzt, war jetzt für mich auch ein Mehrwert. Immerhin ein Gutes hatte deine Antwort, nämlich, dass ich nochmal was dazulernen konnte. Wenigstens ein Gutes, ja. Ich möchte die Idee tatsächlich nochmal voranbringen, was André gerade gesagt hat. Es ist ja tatsächlich so, wenn du mal auf weiterentwickelte Minecraft-Server gehst, natürliche Rohstoffe wurden dort ja raubgebaut. Die sind ja weg und stattdessen stehen dort Städte und andere Infrastrukturen. Mhm. Macht dich das denn glücklich, Sebastian? Ich erinnere mich, dass du mir schon vielfach abends am Telefon erzählt hast, dass dich die Betonwüste Süddeutschlands unglücklich macht. Und das wäre ja quasi ein eigenes Grab, was du dir da schaufelst. Es ist ja nur weil die Community Minas Tirith nachbaut und Wolkenkratzer und so weiter ist, mein persönlicher Sklave, ich meine Steve, mein Freund, der völlig autark handelt, ja, natürlich auch angehalten, vielleicht einen Garten anzulegen, ja, eine Kulturlandschaft nach meinem Abbild, ja, so wie sie mir gefällt, nach meinem Geschmack und vielleicht auch nur maximal 3-4 Etagen pro Gebäude. Ich meine, ich bin bescheiden. Ne? Es geht ja bloß um meinen persönlichen Luxus. Es geht mir bloß darum, dass jemand all die Arbeit erledigt und die wirklich die ganz pragmatischen Rahmenbedingungen für mein Überleben schafft. Ich will jemanden, der für mich kocht. Du musst es mal extrapolieren. Was? Also auf 10, 20 Jahre, nachdem du dann dort also mit deinem
Bauroboter in dieser Isolationshaft, ja, in deinem selbst geschaffenen Palastgefängnis mit zu dir selbst murmelnd durch die Gegend ziehst. Wahnsinnig geworden durch diese Einsamkeit. Jedes Mal, wenn du mit Steve reden willst, packt er einfach nackt, nur... Besser als frierend und umgeben von Yoshis. Also, das ist ja nur höchst diskutierbar. Ja? Denn wenn es mal wieder so einen richtigen schönen Gewittersturm gibt mit so waagerechten Regen und Blitzen, und dann mache ich einfach die Tür zu. Ne? Niemand von euch hat an Türen gedacht. Aber ich kann dich invaden, das hast du wieder vergessen. Ne? Bin da ganz schnell in dir im Wohnzimmer drin. Sebastian wird wahrscheinlich einfach so erfreut sein, einen anderen Menschen zu sehen. Ja. Er kniet dann einfach nur hin und bietet seinen Genick da, damit das Ganze ein Ende hat. Also das ist wirklich, da merkt man mal wieder auch so. Wenn er noch einmal so ein viereckiges Hühnchen von Steve sehen muss. Diese Tendenzen bei euch, ja, das finde ich als das die mathematisch korrekte Antwort als Summas runter zu machen, so wissenschaftsfeindlich. Das ist echt schlimm. Wie weit ist es gekommen mit dieser Welt? Ja? Wie ist das denn jetzt? Also bekomme ich jetzt 1 oder 5 Punkte? Hast du dir das überlegt, was der erste Platz bekommt? Narr. Ich glaube, derjenige, der am Ende dieser Sendung noch einen Funken Selbstwertgefühl hat, hat gewonnen. Okay. Dann wer führt denn dann jetzt? Ist gleich auf noch. Kann ich mir jetzt das Krönchen schon mal aufziehen für diese Runde? Also meiner Meinung nach bin ich bis jetzt ungeschlagen, aber das sehe ich wahrscheinlich auch nur ich so. Ich verstehe jetzt nicht. Ihr habt nicht mal einen Reit, Yoshi, was wollt ihr denn? Also, unentschieden vielleicht. Alle drei hatten was. Ich glaube, das ist so. Das ist meistens so. Wir haben uns meistens darauf geeinigt, dass wir einfach alle verloren haben. Ja, das meinte ich ja. Also unentschieden. Inklusive des Zuhörers. So, ich habe jetzt einfach in der Zeit mal hier wieder die große Insellotterie gestartet. So. Und ich bin tatsächlich bei einer meiner Inseln gelandet. Ja? Oh je. So, und jetzt trage ich das einfach mal vor. Ich habe es genannt, die Insel des Hasses. Du bist auf einer einsamen Insel gestrandet. Die Insel ist natürlich scheiße. Ja, wir stranden ja sehr selten auf einer Insel, die richtig toll ist, wo man hinterher dann sagt, so, ja, warum soll ich denn überhaupt hier runter? Nein, die Insel ist scheiße. Du willst nur weg. Aber blöderweise haben die Rettungsmannschaften nur eine Möglichkeit, dich zu orten. Und das ist Hass. Warum sich die Rettungsmannschaften nur eine Hasspeilung zugelegt haben, ist nicht bekannt. Vermutlich, weil es billig war. Auf jeden Fall auch so billig, dass dein Hass auf diese Scheißinsel nicht ausreicht. Du musst also ein Spiel mitnehmen auf dieser einsamen Insel, bei dem du jede einzelne Minute darin so unausstehlich findest, dass du möglichst schnell gefunden wirst. Und die Frage lautet natürlich, welches Spiel ist das? Und ich kann auch hier sagen, es gibt selbstverständlich auch nochmal eine total clevere Antwort out of left field. Vielleicht nicht die einzig richtige, aber schon die cleverste, die ich vorbereitet habe, separat für euch. Ausgezeichnet. Du hast zuerst geantwortet, sag doch du mal. Okay, ich bin zuerst bewegt, so ein Beamten-Mikado hier. Er ist wie bei Jurassic Park. Wer zuerst läuft, wird gefressen. Mit der habe ich mich schwer getan, mit dieser Insel. Es gibt, weil ich tue mich schwer, Dinge zu hassen, so richtig zu hassen. Ich arrangiere mich, ich bin jemand, der ist süchtig nach Harmonie. Ich bin bei Spielen ja inzwischen auch Gott sei Dank in der Lage, dass ich nur das spiele, worauf ich Bock habe. Ich habe mich lange keinem Spiel mehr ausgesetzt, woran ich keinen Spaß habe oder das ich nicht verstehe, wo ich den Spaß dran nicht finde. Eines, das mir einfiel, war dieses unsäglich beschissene Hero Wars auf Facebook, wo wir mal einen Podcast drüber gemacht hatten, André und ich, das immer diese nervige Werbung hatte. Und das ist auch wirklich der allerletzte Free-to-Play-Dreck, den es auch nur gibt. Da ist gar kein Spiel. Das spielt sich praktisch selbst. Es hat alle Monetarisierungsstrategien, die es gibt. Es ist hässlich, es ist nervig und aufdringlich, inklusive der beschissenen Werbung, der aufdringlichen Notifications dieses Spiel. Das ist dann schon sehr hassenswert. Die andere Lösung wäre eigentlich jedes Blood-Soulsborne-Spiel. Auch um euch so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, weil ich dafür einfach nicht gemacht bin. Und auch wenn ich das jetzt nicht sofort hassen würde, irgendwann in dem Punkt wäre, wo mein Safe-Game mich anstarrt. Ich starte es, ich gebe mir keine Mühe, ich sterbe und ich hasse es weiter. Das ist eigentlich auch eine gute Option. Ich glaube, da könnte man bessere Hassspitzen für die Ortung erzeugen. Das ist aber gefährlich. Du könntest es lieben lernen. nee, keine Sorge. Doch, das passiert schneller, als man denkt. Da schlittert man so rein. Ja? Wir haben damals, als wir angefangen haben, haben wir auch gedacht, oder ich zumindest, ja, ich habe das schon mal probiert.
Bier, das war blöd und sowas. Und auf einmal sitzt du da und sagst, Mensch, das war super, meine beste Spielerfahrung seit Jahren. So geht's los, Sebastian. Ja, du denkst, dich kriegen sie nicht, aber doch. Vielleicht geht dir das bei jedem Spiel. Vielleicht geht dir das auch dann bei deiner Lösung, bei deiner vermeintlichen. Eine Nase Koks, mir passiert nichts, ich werde nicht abhängig. So einer bist du. Das war wirklich so. Ich weiß noch, nachts um drei bin ich hier mit jucktem Oberarm gesessen und hab André neue Termine für die Dark Souls Diaries vorgeschlagen. Und dachte so, wann geht er denn online? Wann schreibt er mir? Ja, genau. Er hat auch genuschelt, weil er so einen Schlauch zum Abbinden zwischen den Zähnen hatte. Ja, wir sprechen über Dark Souls. Also, falsch schon mal. Das war naheliegend und nicht richtig. Es war einem auch einfach nur der Provokation halber wieder rausgehauen, ja. Und damit so jede Chance auf eine Platzierung auf dem Podest verwirkt. Für nichts, Sebastian, nur für den Effekt. Ja, aber da habt ihr rechtzeitig L2 gedrückt, ne? Direkt in die Parade. Ne? Ja, Riposte sagen wir als Kenner. Ja. Und was war das andere nochmal? Ich habe bei Soul, ach, dieses Facebook-Spiel, ne? Ja. Dieses Hero Wars, das ist einfach so beschissen. Ja, aber da gibt es so viele. Halt, ich meine, Mobile Dreck ist die andere Antwort. Das Ding ist halt, du musst ja, das ist ja das Gemeine an dieser Frage, du musst ja nicht nur Hass spüren, sondern auch den lange genug, damit die dich finden können. Das ist ja, also traust du dir denn zu, ich frag mal ganz offen, das so lange zu spielen? Naja, wenn es sonst nichts zu tun gibt, dann greife ich halt immer wieder zum Handy oder hier zum Browserfenster, wo dieses blöde Facebook-Spiel installiert ist, spiele es wieder 2 Minuten, die es mich spielen lässt, bevor es sagt Zeit aus oder Ressourcen aus und hasse es ein bisschen weiter. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch die Lösung, dass es ein Spiel ist, das dir selbst Hass beibringt. Denn der währt am längsten. Aber da fällt mir jetzt auf die Stelle auch nichts ein. Du, Sebastian, wenn ich darf, würde ich dir an dieser Stelle mal das Mikro quasi freundlich abnehmen und mal meinen eigenen Beitrag nennen, weil das passt gerade wundervoll. Sehr gut. Und zwar, ich habe nämlich genau wie Sebastian das gleiche Problem, in Anführungszeichen. Ich bin auch niemand, der Hass fühlt beim Spielen. Das war damals bei League of Legends so, hat sich mittlerweile zum Glück gelegt. Ich habe da auch die eine oder andere Tastatur zerschmettert, aber das liegt schon viele Jahre zurück. Und dann stand ich vor dieser Frage, wie gesagt, und habe mir überlegt, was gibt es denn für Möglichkeiten, Hass zu spüren? Naheliegende Antwort, auf der ihr beide ja wohl nachgelaufen seid, behaupte ich mal, bei André weiß ich es noch nicht, aber ich denke es mir, ist, den Hass zu spüren, etwas nicht zu mögen. Dann aber, in einem genialen Einfall irgendwo zwischen Toilette und Wohnzimmer, kam mir die Idee, Moment mal, es gibt ja noch diese andere Charaktereigenschaft, nämlich Empathie. Und man kann ja auch Gefühle von anderen Menschen spiegeln. Und so kann man auch Hass fühlen, der ja gar nicht von einem selbst kommt, sondern der Hass von einer anderen Person, gespiegelt in einem selbst. Und dann habe ich nachgedacht. Welche hasserfüllte Figur kennen wir denn aus der Videospielwelt? Und ihr ahnt es schon, die Antwort ist God of War 3. Als Kratos noch ungebändigt und auf dem Gipfel seiner Frustration, seines Hasses war. Wir müssen uns da mal überlegen, seine Familie tot, ihm geht's nicht gut, er will auf den Olymp steigen und gegen Götter kämpfen und die sind leider viel weiter höher sitzend, als er hochkommen kann, dauert alles ganz schön lange und er ist einfach so sauer und hasserfüllt. Und ich als empathischer Mensch schaue dazu und merke, wie mein Bizeps wächst bei jeder neuen Zwischensequenz vor Wut und Hass und das ist mein Weg, diesen Hass-Pilomaten zu aktivieren und lange genug zu spielen und durchzuhalten, dass ich gefunden werde. Richtige Antwort, um die Ecke gedacht, Bonuspunkt. Finde, um eine Beantwortung rumgewieselt, 0 Punkte, ja, Disqualifikation. Also, was? Um die Ecke gedacht. Es ist wieder, also alleine wenn ich schon wieder hier ich Hass ist mir völlig fremd. Sowas empfinde ich gar nicht. Wie muss das sein, wenn man Hass empfindet? Aber ich als der empathischste Mensch der Welt werde natürlich. Ja, genau. Wenn ich den Kratos nur sehe, wie er wütend ist. Wie ein Spiegel, ja. Ja. Den sensationell gespielten Spielhelden Kratos, genau. Ja. Geil. Eine der großen schauspielerischen Leistungen der Spielegeschichte. Ja. Nicht nur widerspiegeln, sondern seine Emotionen potenzieren. Ja, die werden. Ja, du musst mich mal God of War spielen sehen, du, wie ich hier sitze. Die werden in der Peilungszentrale sagen, extreme Hass-Peaks aus dem Südpazifik, das muss unser Dom sein. Halt, jetzt wird plötzlich Geilheit draus, da bist du gerade im Sex-Minispiel. Das wird doch wohl nicht sein. Nee, wirklich, nee, Dom, nee. Aber nett gemeint, schön, dass du überlegt hast, wie man die Regeln brechen kann. Das ist der richtige Spirit für die Inseln, ja. Hinten, wirklich erdolchen.
ja, während du dem Gegenüber die Hand gibst. Das, dazu muss man sich irgendwie einige Gelenke brechen, ne, den Arm verlängern, aber das hast du schon mal ganz gut gemacht. Also sobald wir hier bei The Pod eines Tages die Videooffensive starten und dann mein erstes Let's Play God of War 3 hochgeladen wird, dann könnt ihr alle gucken, wie ich dabei aussehe. Dann seht ihr das mal. Und dann werdet ihr euch zurückerinnern an diesen Podcast und euch entschuldigen, per Mail und per Anruf. Und per, also der Obstkorb wird sozusagen dann schon direkt in Zustellung sein. Kommt die DHL-Mitteilung bei dir rein, noch während du da sitzt, mit den, während diese Adern auf deiner Stirn immer weiter hervortreten. Ja, trotzdem fühle ich mich. Ich empfehle dazu die Duftkerze An Angry Place. Ja. Bis dahin fühle ich mich wie in so einer US-Talkshow. Weißt du, irgendwie so die ganze Zeit einfach nur so eine Fassadendiskussion. Hass, das kenne ich gar nicht. Andere Menschen empfinden Hass, habe ich auch schon häufiger gehört, aber mir persönlich völlig unerklärlich. Ich weiß auch nicht, wie sich das anfühlt. Hoppala. Okay. Ja, ist so. André, dann erhelle uns doch mal, wie die richtige Lösung lautet. Jetzt bin ich auch gespannt. Also es gibt zwei Lösungen. Also es gibt natürlich die persönlich richtige Lösung. Ja, die persönlich richtige Lösung, ich habe zwei, die persönlich funktionieren würden. Das eine ist wahrscheinlich die allermeisten Visual Novels. Sowas wie Kindred Spirits on the Roof oder irgend sowas. Alles, wo die Leute vorher sagen, Mensch, das erzählt eine tolle Geschichte. Und dann sitze ich irgendwie 30 Stunden davor und meine Hände krampfen sich so die ganze Zeit in die Tischplatte. Und ich denke, nein, hör auf zu reden. Skip, 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 skip. Ja, wenn ich mich nur zwinge, jeden Text komplett zu lesen oder sowas, haben die mich in einer halben Stunde gefunden. Also, das haben sie noch nie gesehen. Ja, sie haben erst gedacht, das wäre vielleicht ein Erdbeben irgendwo im Indopazifik oder sowas. Dann haben sie festgestellt, nein, das ist die Hassmeilung. Oder auch, der Dom war schon verdächtig nah dran, einfach sich sowas aussuchen wie Counter-Strike und sich einfach mal schön rauf und runter demütigen lassen, während Zwölfjährige dich im Chat beleidigen. Ich vermute, das sollte eigentlich auch funktionieren. Aber die clevere Lösung ist natürlich zu sagen, du nimmst die Pain Station mit. Wir erinnern uns, ja, es gab mal dieses Kunstprojekt der Pain Station, die dir Stromschläge versetzt, während du Pong spielst. Ja, und ich bin mir sicher, das Ding, das kannst du sehr schnell hassen lernen, auch wenn du keine Prädisposition dazu hast, irgendetwas qua seines Inhalts zu hassen, einfach nur, weil es dir Schmerzen zufügt. Ja, also ich weiß nicht, ob Hass meine Reaktion auf dieses Gerät wäre. Mehr so Frustration oder auch der Gedanke, es härtet mich ja auch ab, vielleicht ist es ganz nützlich und dann wird der Peilsender aber ganz schnell ausgehen. Und bedenke, ja. Ja, aber wie sagten schon die Weisen vom Berg, ja, Frustration führt zu Hass und Hass führt zu Rettungsteams auf deiner Insel, Tom. Übrigens ein Originalzitat aus Star Wars Episode 2 wieder. Sehr gut. Absolut, genau. Ja. Ja. Das sagt Anakin direkt danach zu Prinzessin Amidala. Ja. Es gab diese Studie, ja, da wurden Leute irgendwo hingesetzt. Sehr gut. In den Raum, Studienprobanden und sie mussten zwischen 6 und 15 Minuten dort warten. Und da drin war ein Gerät, das hat ihnen einen milden elektrischen Schock verpasst. Und 67% der männlichen Probanden haben sich diesem elektrischen Schock ausgesetzt, aus purer Langeweile. Ich glaube nicht, André, dass du Hass empfinden wirst, sondern eine gewisse Freundschaft zu diesem Gerät aufbaust, dass dir auf deiner langen, langen, beschwerlichen Zeit auf der Insel so etwas, ein vertrautes Feedback gibt. Ja, so, mal wieder was spüren. Da kommt dann der Erektionshilfssensor ins Spiel, den ich vergessen habe zu erwähnen. Sebastian bringt natürlich jetzt das Stilmittel der ausgedachten Statistik mit ins Spiel. Ich würde das googeln, aber es ist ja auf meiner Seite. Deswegen, ich habe das auch gelesen. Es waren tatsächlich 67%. Du veröffentlicht in der letzten 12/2007, wenn ich mich recht entsinne, aber ja. Plus offen. Minus eine Ausgabe. Manchmal bin ich so einen Monat daneben. Ich mache das Browserfenster wieder auf. Es war im Science Journal gepostet. Oh, der Link geht nicht mehr. Ah doch. Hoppala. Ah, ja. Hoppala. Er führt auf eine Casino-Website? Sowas. Ja, also. Also, nächste Insel, da muss ja jetzt eine Insel von Dom dran kommen. Oh, ja. Und dann werde ich jetzt einfach mal hin und her hubbeln zwischen den Inseln von Dom und ich lande bei, okay, es ist die Kneipentour-Insel. Dom, bitte. Sehr gut. Ich passend dazu, ich muss mir kurz Chardonnay nachschenken, um bereit zu sein, das kleine Etikett vorzulesen, das ich mir dafür extra überlegt habe.
und das einsteigt mit einem Spruch, den ich mir tatsächlich, ihr werdet es gar nicht erkannt haben, ausgedacht habe. Den gibt es so nicht, der wurde so in der deutschen Sprache noch nie formuliert und ausgesprochen, existiert bisher nur auf diesem Dokument. Und jetzt ist die Premiere dieses leicht veränderten, aber doch irgendwie tollen Volksmunds-Sprichworts. Ich lese einfach mal vor, was uns da erwartet. Die Kneipentourinsel. Wie heißt es doch so schön? In vino veritas, aber in der Kneipe liegt der Spaß. Gemäß dieses Mottos lädt die Kneipentourinsel zur Überraschung Kneipentour ein. Allerdings mit einem Haken. Wer während der trinkwütigen Nacht schwächelt und außer Gefecht zurückbleibt, darf die Insel nie mehr verlassen und muss stattdessen auf Lebenszeit in der lokalen Gastrobranche schuften. Die Kneipentour, jetzt kommen wir zu den Bedingungen, führt durch 7 Bars und Kneipen, also für die genauen detailversessenen Menschen insgesamt 7, aber zusammensetzend aus Bars und Kneipen, die euch allesamt jeweils ein großes Glas Hausbier pro Person vor die Nase stellen. Die Bemessungen auf dieser Insel sind 0,5 Liter. Mhm. Ihr dürft nichts anderes bestellen, außer dieses Bier. Sobald ausgetrunken ist, geht es in die nächste Kneipe direkt nebenan. Aber, und jetzt der kleine Bonus für euch, keine Sorge, ihr müsst euch diesem Lebermarathon nicht alleine stellen, sondern dürft 2 Videospielhelden oder Heldinnen mitnehmen, die euch jeweils einmal beim Bier aushelfen und eure Portion für euch trinken dürfen. Die Frage ist also, wen nehmt ihr mit und wer trinkt wann welches Bier? So, ich bin gespannt. Darf ich? Sehr gerne, freiwillige Feuer. Ja, also danke, das passt schon. Ich kann 7 Bier trinken. Ja, also ich habe auch gedacht, Insel. So irgendwo... Irgendwer hatte da eine falsche Vorstellung, wo die Limits liegen. Ja. Leute, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist wie wenn Leute, wenn sich Kleinkinder Gruselgeschichten erzählen, sich das so. Ja, also vor allem, du musst ja gar keine, was sind es, 6, 7 Bier trinken, du musst 7 ja nur 5 Bier trinken, weil du hast ja immer noch 2 Bier, die du abgibst. Das heißt, es geht um 5 Bier. Ich, als Jochen noch in München gewohnt hat und wir abends saufen gegangen sind, gab es irgendwie immer so eine Regel, da wo wir gesagt haben, so, wir haben noch keine 6 Bier getrunken, also können wir auch noch länger hier bleiben. Ja, das ist ja jetzt toll. Da fühle ich mich richtig gut jetzt. Ich habe dann so aufgeschrieben, naja Gott, Kirby, Yoshi, die trinken schnell. Aber weißt du, wirklich ohne etwas dabei zu empfinden, ich mache das schon selbst. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht und ich habe mir hinterher auch nur noch überlegt, wer ist denn derjenige, mit dem du mal einen trinken gehen willst? Ja komm, das war nicht die Frage. Aber dann habt ihr ja im Grunde ja euch der Frage verweigert, womit der Punkt an mich geht. Was? Moment. Die Frage wurde ja beantwortet, ja? Naja, aber ihr müsst ja Videospiele. In meiner Beschreibung kam 5-mal das Wort Muss vor. Ja. Aber das habe ich ja alles gemacht. Die Herausforderung ist halt einfach, eigentlich, du darfst nur nicht in irgendeine Falle tappen, dass du dir hinter irgendein Ding aussuchst, wo im Videospiel das Bier des Todes ausgeschenkt wird. Ja? Und du hast niemanden dabei, dem du das da jetzt irgendwie in den Rachen kippen kannst. Ja. Also ich meine, wirklich, die Aufgabe sagt, es gibt 7 Bier zu trinken, 0,5 Liter. Es könnte natürlich Bockbier und Starkbier sein und so weiter. Ja. Aber das ist natürlich dann auch die Frage. Natürlich nehme ich halt Kirby und Yoshi mit. Die sind mir egal, aber ich weiß, dass die Dinge konsumieren können in so einer kleinen Animation. Und werfe ich halt 2 von den Bieren da rein in den Mülleimer und fertig. Es ist tatsächlich Bock und Starkbier, richtig. Moment mal, das war die Beschreibung aber noch nicht dabei. Lügt er. Ja. Okay, also spannende Diskussion, ich verrate euch die Lösung. Ja, Moment mal. Nein, du lügst doch jetzt schon wieder, du findest das gar nicht spannend. Na, ihr habt ja gesagt, ihr habt die Frage umgangen, ihr seid da drum gefahren. Ich hab die Frage korrekt schon sozusagen behandelt. Ja. Du hast ja, mir das einfach angeschaut. Unterschätzt. Ich habe mich sogar selber sozusagen beschnitten, weil eigentlich hätte man das Ganze nochmal zusätzlich easy peasy machen können, indem man einfach nur die ganzen Open-World-Spiele mit irgendeinem Stadtszenario durchdekliniert. Ja? Ich hätte sagen können, ich gehe nach Chicago mit Watch Dogs und trinke da, dann in Watch Dogs 2 gehe nach San Francisco, trinke da ein Bier, dann gehe ich nach New York mit GTA und trinke da ein Bier, dann gehe ich mit GTA San Andreas nach Los Angeles, trinke da ein Bier und so weiter und so fort. Ja? Ich habe mich sogar gemaßregelt und habe, glaube ich, das nur in 2 von 7 Fällen oder so gemacht. Ja? Also, spannende Diskussion. Ich sag euch mal meine Lösung.
Du lügst schon wieder, du findest das nicht spannend. Ich habe das Gefühl, das hat alles nur den Zweck, dass Tom seine Lösung vortragen kann. Ich finde die tatsächlich so klug. Ich würde das gerne mal vortragen. Ich war da ganz stolz drauf. Also. Ist Kirby mit dabei? Ansonsten. Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe natürlich gedacht, okay, spannende Frage. Wie kann man. Ich dachte, spannende Diskussion. Ja. Mit mir selbst. Ich habe mir gedacht, okay, was ist mein Anforderungsprofil für diejenigen, die da mich mit begleiten? Das erste ist, wir wissen es alle, bei 7 Bieren, die Stimmung ist aufgeladen, Aggressionen liegen in der Luft, ich brauche eine Person oder eine Figur, die nicht nur viel verträgt, sondern mich auch im Fall des Falles in einer Kneipenschlägerei vertreten wird oder mit zumindest. Dom ist also angry drunk. Und die Wahl fiel für die erste Person auf Max Payne. Der verträgt nämlich viel, der schluckt die Whiskey-Flaschen nur so zum Frühstück, toll. Und Schmerzmittel. Ja, auch das kommt noch dazu, er kann auch zuhauen. Möglich, dass er stirbt, bevor er dran ist. Ja? Man hört ja Schlimmes über Oxycontin und Co. Ja, er steht ja nicht da, dass er überleben muss. Ne? Also genau. Und er kann auch viele Dinge erzählen. Er hat spannende Geschichten auf Lage, alle ein bisschen traurig, aber. Und deine Fragestellung hat uns nicht klar gemacht, dass es unsere Saufkumpane für den Abend sind. Ja, du hast da bloß jeweils einmal beim Bier aushelfen und eure Portion für euch trinken. Ich habe zitiert aus deiner Fragestellung. Mhm. Und jetzt? Die zweite Figur, die ich eigentlich so toll finde und habe mich so gefreut und jetzt muss ich das so durchprügeln. Diese Ich-Bezogenheit, die sich da so langsam herauskristallisiert. Also diese Generation an Snowflakes, die uns da folgt. Mit wem möchtest du auf eine einsame Insel? Nein. Mit mir? Und welche Antwort möchtest du hören? Meine. Also, folgendes. Meine zweite Figur ist, Achtung, genial, Shiggy. Weil Shiggy kann, und das wurde in der Fragestellung ja so nicht verboten, mir ein Zwischenwasser rausstellen mit der Aquaknarre, damit ich Shiggy kann mir ein Zwischenwasser rausstellen. Ärzte hassen diesen Trick. Ja. So, danke. Ich wollte einfach nur erzählen davon. Das ist auch beim Cappuccino immer super zu gebrauchen. Doch. Ohne Scheiß, ich bin so eine Mischung aus verzweifelt und beeindruckt. Ja, wie beim Quiz. Ich finde das fast schon wieder gut mit dem Zwischenwasser von Shiggy. Oh. Das ist einfach so mal schön rausgespeichelt, direkt ins Glas. Ja, klar. Es gibt vielleicht einen Grund, dass das eine Waffe ist, Dom. Ja, und das ist naja, garantiert, das muss Körperflüssig, also Körpertemperatur haben, Shiggys Wasser, ja, weil es ist ja aus seinem Panzer rauskommt. Ja. Ist höchstwahrscheinlich auch irgendwie so eine Art Lymphe oder halt oder eine Urin. Klare Flüssigkeit, die da irgendwo unter seinem Panzer rumschwimmt, so was ähnliches wie Hirnflüssigkeit. Also vielleicht eher so Schildkrötenbrühe. Aber auch das dient als. Mit 37 Grad, das baut auf. Ja, das macht fit. Da sind Vitamine drin, Mineralstoffe. Ich merke schon, ne? Also knappe Runde. Shiggy, einmal Mittelstrahl, bitte. Nee. Also ich meine, dafür, dass wir jetzt ehrlich gesagt die Fragestellung jetzt kein Problem darstellte, ist aber trotzdem deine Lösung durchaus knuffig. Ich meine, du kriegst eine Participation Medal, okay? So ein Wimpel. Immerhin. Naja, also es hat viel Spaß gemacht. Dann nehmen wir wohl die nächste Insel. Sehr gut. Interessante Diskussion. Ja, spannend. Spannend, ja genau. Okay, also dann mal gucken. Ich gehe mal zu Sebastians Insel, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Retro-Insel, ja. Okay. Ja. Die Retro-Insel. Die Insel ist wieder wirklich ganz beschaulich. Also wirklich Sandstrände, Ressorts, ja. Die nicht endende Caipirinha und Cocktailbar, wo man auch Plätze im Pool hat. Das ist so geil, dass du sowohl draußen an der Bar dir was bestellen kannst, aber es gibt noch diesen abgesenkten Bereich, wo du direkt an der Wasserkante sitzen kannst und dir diese geilen Cocktails mit Schirmchen holst. Und es wird drum gebeten, nicht direkt ins Wasser zu kotzen. Aber hey, selbst wenn du es machst, die sind alle so angenehm demütig, die Angestellten im Ressort. Das Problem? Du darfst in dieser Insel keinen Spaß haben, du wirst an den Keller geführt, der ist schimmelig, der ist unbequem, du bist mit einer Fußfessel rostig, scharfkantig, da befestigt und du musst 5 Spiele durchspielen, um da wieder rauszukommen aus diesem Keller. Das ist eine Challenge, du hast ein bisschen Leitungswasser, nicht viel, eine Karaffe, sagen wir mal so,
So 5 Liter Wasser sind drin. Also du wirst nicht sofort sterben, aber sonst sitzt du da in den Tisch und spielst 5 Spiele durch. Und wenn die 5 Spiele durchgespielt sind, kannst du die Freuden dieses Insellebens genießen. Ansonsten wirst du jämmerlich in diesem Keller vergammeln. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf los ist, dass ich mir sowas ausdenke. Die große Challenge ist, diese 5 Spiele müssen vor eurem 18. Geburtstag erschienen sein. Wie übersteht diese Challenge? Welche 5 Spiele sucht ihr euch aus? Besonders schwer für euch, weil da gab es ja noch gar keine Videospiele. Ich wollte eigentlich, sowieso, eigentlich ist das ja irgendwie Schiebung. Ich bin mir nur noch nicht sicher, für wen. Weil ich es ist irgendwie, den also, Gedanken beziehungsweise hatte ich eigentlich auf jeden Fall für mich. Weil je später man geboren ist, desto größer ist der Katalog an Spielen, der vor. Also Dom kann alle Spiele auswählen, die mir zur Verfügung stehen, aber dann auch noch zusätzlich die in den 3 Jahrzehnten oder sowas noch erschienen sind. Ich sag dir jetzt schon, André, er wird nicht in der Lage sein, auch nur 1 der 5 Spiele, die du nennst, durchzuspielen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch jetzt hier Git-Gut-Vokabulatur. Da gibt es doch direkt eine Verwarnung dafür. Es geht ja auch darum, nicht, dass es ist ja nur, du musst sie auch durchspielen können. Das heißt schnell. Ja. Das heißt nicht, du kannst dir, okay, du hast nicht das Internet, ne? YouTube, Let's Plays und Lösungsguides und Mods und so, sondern du musst die Dinger durchspielen. Mit dem Rest wissen, dass du vielleicht von denen noch hast. Und wenn man dir so einen Brocken aus den 90ern hinlegt, so ein kryptischen. Ah, oh, Sebastian, da war aber jemand. Damals nicht in meinem Kinderzimmer. Ich habe das Gefühl, dass der Dom hier als ein verweichlichter Millennial vielleicht gesehen wird. Ja, ich habe auch das Gefühl, was ist denn hier los? Also gut, dass 2 meiner Spiele aus älteren Jahrgängen sind, Sebastian. 1 davon hast du, behaupte ich, sogar noch nie gespielt. Boah, Dom, dann leg doch mal los. Da hat er sich jetzt aber ganz erlesene Point-and-Click-Adventures bestimmt bereitgelegt. Siehst du, Sebastian, ich kann es doch. Erstes Spiel, Monkey Island 1. Aus dem Jahr 1990 kann ich im Schlaf immer noch durchspielen. Ist ein kurzes Spiel, wenn man weiß, was man machen muss. Super easy, gar kein Problem. Übrigens auch noch mit dem Bonusgedanken. Ich habe ja das Setting ernst genommen, dass mich diese Spiele auch nicht nur schnell durchbringen sollen, damit ich da rauskomme, sondern auch along the way sozusagen aufheitern, mich nicht verdummen lassen, mir so ein bisschen Anspruch stellen, damit auch der Kopf rein bleibt, damit ich auch diese Knastzeit... Ist ja praktisch Urlaubsvorbereitung, ne? Im Grunde ist es genau das. Also Monkey Island 1 aus dem Jahr 1990, kein Problem, super kurzes Spiel, wenn man weiß, was man machen muss, und ich weiß es. Das zweite Spiel... Dann habe ich nach einem kürzeren gesucht, auch eins, das ich schnell... Oder sollen wir abwechseln? Sollen wir abwechselnd machen? Kommen wir da nicht durcheinander? Dann kommen wir, glaube ich, durcheinander. Aber warum denn? Ein Spiel. Dann machen wir das so. Gut, dann halte ich mich zurück. Monkey Island 1, los geht's. Weil ich finde es ja schon, nachdem ich eben zum Ausdruck gebracht habe, wie peinlich es ist, sich echt so ein Point-and-Click-Adventure rauszusuchen. Was heißt denn daran peinlich? Das ist genial. Habe ich Indiana Jones 4 genommen. Oh. Aus den gleichen Gründen. Da geht das Intro ja schon 2,5 Stunden. Ohne Scheiß. Das ist der Fehler. Die Anforderung ist ja eigentlich schon so, also wir sitzen da in so einem Keller mit Schimmel und so, man weiß nicht, wie lange der erste Atemwegsinfekt auf sich warten lässt. Es braucht also Zeug, das schnell fertig ist. Und ich habe schon gedacht, so Point-and-Click ist halt vor allem das Zuverlässigste. Ne? Da kann eigentlich nichts anbrennen, solange du die Lösung noch weißt. Und Indiana Jones 4 ist halt das gleiche Ding. Wenn ich es nicht aus dem Kopf sogar noch weiß, dann weiß ich es, wenn ich es sehe. Sehr gut, guck mal. Dann sind wir, was hat Sebastian gewählt? Bei mir ist Monkey Island 2. Das ist wohl laut How Long to Beat 1/2 Stunde länger als Monkey Island 1. Aber ich finde es das bessere Spiel. Und ihr Schweine habt gelacht über mein Point and Click, ey. Ja, weil das ist ja auch, Monkey Island ist ja auch eine ganz andere Qualität, ne? Also das ist schon sehr dumm im Vergleich zu Indiana Jones 4. Der Hass-Peilsender, der hat kein Problem, mich hier gerade ausfindig zu machen. Ein roter Punkt in Hamburg. Ja. Na komm, was ist der nächste Titel von dir? Du hast ja immer noch 4 Chancen. So, Achtung. Ja, guck mal jetzt hier. Was heißt denn 4 Chancen? Ich kann noch mal 4-mal punkten, nachdem das erste Mal schon ein Elfmeter-Tor war. Achtung. Zweites Spiel aus dem Jahr 1983, nämlich Alley Cat. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Eine Minispielsammlung mit einer Streunerkatze als Hauptfigur habe ich damals gespielt, zu einer Zeit, ihr werdet euch kaum erinnern, als man noch darauf achten musste, dass das Bild auf dem Bildschirm nicht auf dem Monitor einbrennt, habe ich gespielt. Tolles Spiel, ganz kurz, Alley Cat. Gibt es da ein Game-Over-Bildschirm? Gibt es da überhaupt ein Ziel-State? Ich erinnere mich auch, das gespielt zu haben, in der guten alten CGA-Grafik, in so schwarz, lila, rosa und weiß irgendwie, ganz, ganz primitiv. Und das war doch eher so ein Highscore-Spiel.
Gibt es überhaupt, gibt's die Möglichkeit, das durchzuspielen? Da sage ich mit vollem Selbstbewusstsein und ohne es sicher zu wissen, es gibt einen Game-Over-Bildschirm. 67% aller Spieler statistisch haben das durchgespielt. Halt die Klappe. Erschienen bei der Sebastian Stange Studienzentrale. Ja, okay. Und bist du dir sicher, dass es heute noch einfach ist? Ich meine, ich habe das als Kind gespielt, ich habe da nichts gerissen, ich war da wirklich klein. Und ich befürchte einfach, dass so alter Kram heutzutage einfach nicht mehr spielbar ist. Ja. Das wirst du wahrscheinlich irgendwie mit der Tastatur ganz kryptisch irgendwo auf Numpad, Alt, Tab und vielleicht noch Y und Z als Steuerung benutzen. Guck mal, da sieht man wieder, das ist nämlich der Punkt. Da hast du mich nämlich als Millennial falsch eingeschätzt. Jeden Montag vor unserem Wochenmeeting spiele ich ein Spiel aus den 80ern durch. Und deswegen weiß ich, Alley Cat ist spielbar. Auf deinem C64, den du... Exakt. Okay, Alley Cat. Ich melde Skepsis an André. Mein zweiter Titel auf der Liste ist Doom, weil ich kenne die Cheatcodes auswendig. Ah, nice. Cheaten ist natürlich nicht explizit verboten. Ist das, wie, na, haut das noch hin mit der Rechnung? Rechnet ja, das jemand nach hier? 1994 war ich noch keine 18. Ganz knapp, aber. Ja. Aber das reicht. Ja. Und sonst hätte ich halt Wolfenstein genommen. mein zweites Spiel ist Sam & Max Hit the Road. Das ist ein weiteres Point-and-Click-Adventure. Eins, das beste Unterhaltung bietet. Ja, und es ist auch sehr kurz. Ha. Ja, schön. Ich schäme mich nicht. Point-and-Click. Aber ich jetzt schon, kleiner Hast Teaser. Hast du ausschließlich Point-and-Click-Adventure? Es wird das letzte Point-and-Click-Adventure gewesen sein. So. Das könnte sogar passieren, ne? Mhm. Also bei mir jetzt. Also okay, ich habe auch das Gefühl, was die Runde angeht. Na gut, dann gehe ich zu meinem dritten Spiel. Also nach Monkey Island 1 kein Problem, Alley Cat kein Problem, nehme ich das nächste Spiel, das ich damals in meinen Kinderjahren, sage ich mal, rauf und runter und damit auch auswendig gelernt gespielt habe. Battlefield 3. Pokémon Stadium fürs Nintendo 64 aus dem Jahr 1998. Magischer Moment, als man die Gameboy-Pokémon-Figuren von der blauen roten Edition zum ersten Mal in 3D sah und in der Welt von Pokémon ist Sterben gleichzusetzen mit ohnmächtig werden. Da möchte ich keine Diskussion. Da gibt es keinen Game-Over-Bildschirm. Pokémon Stadium. Hallo, Schiedsrichter. Ich erinnere mich noch. Herr Stange, tun Sie mal ich was. Ich erinnere mich noch an den Game-Over-Bildschirm, als wäre es gestern gewesen. Du verwechselst gerade. Ich finde es schlimm, wie die Obrigkeit hier tatenlos zusieht, wie das Gesetz gebrochen wird. André, du verwechselst gerade die Gesetze mit einer anderen Insel bei mir. Es ist nicht wichtig, dass man im Spiel nicht sterben kann. Es muss einen Endbildschirm geben. Es muss ein Ende geben des Spiels. So. Durchspielen muss es. Durchspielbar sein ist es. Ich weiß nicht, wie Pokémon Stadium, ob das einen Story-Modus hat. Es hat eine Kampagne, du musst die Top 4 besiegen. Und ich habe eben noch behauptet, es gibt einen Game-Over-Screen, als ich konfrontiert wurde. Aber jetzt kann ich ja auflösen, es gibt keinen Game-Over-Screen. Und das ist aber auch nicht relevant für die Frage. Ich habe gerade geschaut bei How Long to Beat. Es scheint wohl tatsächlich irgendwie 11 Stunden zu dauern, das Ding durchzuspielen. Das so. Für mich 4. Boah, 11 so. Stunden, ja. Für dich 4. Kein Problem. 100 Jahre. Da sitzen Sebastian und ich schon an der Bar, bis du bei Pokémon rauskommst. Ja, warten wir mal ab. Pokémon Stadium bin ich schnell durch. Na, mein nächstes Spiel ist in der Hinsicht viel besser. Ich nehme nämlich Mario 3. Da könnte man meinen, das dauert ja lange, selbst wenn du es gut kannst. Aber man muss ja nur wissen, wo die Warp-Flöten versteckt sind. Und zip-zap ist man am Ende. Die Warpflöten, ey. Ja. Nerd-Talk hier, ey. Ich behaupte, 1 bis 2 Stunden wahrscheinlich, weil ich eingerostet bin. Ja. Ich glaube, auf Bahnhofsklos hast du eine gute Chance, Warpflöten zu finden. Zufälligerweise, auch da geht 1 bis 2 Stunden und... Ja, nicht schlecht. Bei mir wäre es dann Need for Speed 2. Ich habe Bock auf Abwechslung. Ich mag die Need for Speed 3. Die ist auch Need for Speed 2, ist nicht so riesig. Ich hatte Spaß dabei. Da komme ich schnell wieder rein, da bin ich mir sicher. Und ich habe ein Autorennspiel, weil ich kann nicht die ganze Zeit Point-and-Click spielen. Da kommt ein schönes, abwischendes Need for Speed dazwischen. Das hat so einen Karrieremodus. Das kannst du alle Rennen durchspielen und dann also hier alle Strecken freischalten. Also ich bin mir sicher, die Steuerung ist aus heutiger Sicht bestimmt komplette Katastrophe. Ich erinnere mich, dass du wirst dich sofort hassen. Gern mit Tastatur durchgespielt zu haben. Nach einer halben Stunde wirst du dich so hassen und dann fährst du aus Wut die ganze Zeit die Leitplanke und es ist einfach nur ein einziger Teufelskreis des Versagens.
Kennst du dich noch an diesen besten Cheat des Spiels erinnern, Sebastian? Der, wenn man hinter anderen, nee, wenn man hinter anderen Autos fährt und hupt, dass die sich überschlagen. Das, ja. Da kannst du noch was lernen. Da ist er, aber der, da hat er schnell gegoogelt hier. Ja. Ich versuch's gerade noch zu finden. Ja. Need for Speed 2 Trivia.com. Quick Facts. Nee, also da gab's wirklich einen Cheat. Ich weiß das noch von damals. Es gab viele gute Cheats. Ja, mit dem Hupen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wisst ihr naja. Mal? Ich hätte es ohne Cheats gespielt, aber ich bin auch ein Simplon. Dann war das jetzt schon, das haben wir schon, da hat André deins auch gesagt, ne? Du, deins, ja, wir sind bei der dritten dann, Runde dann, durch. Dom wieder. Ich finde es angenehm verwirrend, wie wir uns das hier gerade aufsagen. Wir werden am Ende nicht in der Lage sein, einen Gewinner festzustellen. Dennoch interessiert ja, mich. Doch, ich? Ich meine, ja, das war ja brillant. Ach so, nein. Ich dachte, das ist ein guter Moment, um den Punktestand mal durchzugeben. Dom 4, André 2, Sebastian B. Dom, sag dein viertes Spiel. Viertes Spiel, ein Klassiker eines ganzen Genres, der auf den ersten Blick erstmal viel zu groß und ausladend erscheint, aber für Menschen wie mich, die in diesem Spiel ihre ersten LAN-Partys bestritten haben, ein Klacks, und zwar das erste Call of Duty aus dem Jahr 2003. Super easy, kein Problem, drei verschiedene Kampagnen, Sowjets, Briten und Amerikaner, kann ich dir einfach durchspielen. Kein Problem, cool. Dankeschön. Ach krass, da warst du noch zarte unter 18. Da war ich nur unter 18. Ah, süß. Aber dann hättest du das doch bestimmt gar nicht spielen dürfen. Hatte denn das überhaupt eine Altersfreigabe? Was ist denn das? Das ist ja überhaupt nicht kindgerecht gewesen. Ja, oder ich hab's nachgeholt, als ich 18 war. Kann natürlich, ich möchte das offen lassen, falls der Verfassungsschutz zuhört. Ich würde auch schon sagen, da wird nachträglich noch mal über das Sorgerecht deiner Eltern zu verhandeln sein. Ja, das wäre, ja, okay. Es ist Zeit, dass Dom ins Heim kommt. Mit einer kurzen Diskussion. Ich denke auch. Vielleicht ist noch nicht alles zu spät. Ja. Ja, dankeschön. Also, volle Punktzahl. Sebastian. Nee, Quatsch, André. André ist dran. Also, hier werde ich einfach noch übergangen. Das ist wirklich, so ist das hier. Also, ich habe mir ausgesucht, es ist kein Point-and-Click-Adventure, auch wenn die gleichen Prinzipien greifen. Another World, ein Spiel, wo man eigentlich auch nur wissen muss, was zu tun ist. Und dann ist das sehr schnell erledigt. Das ist aber durchaus knifflig. Da kann man, da stirbt man oft. Nee, ja, eben nur, wenn du noch nicht weißt. Die Rücksetzpunkte sind nicht die fairsten. Es ist Trial and Error. Und glaub mir, du kannst dich nicht so gut erinnern, wie du glaubst. Boah, ey, ich kann mir vorstellen, dass du da so ein bisschen in eine Wand rennst mit Another World. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Das habe ich, da habe ich daran damals so lange dran gelitten. Ich weiß jetzt noch die, ja wirklich, also es war ganz schrecklich. Wieso sollte es jetzt anders sein? Aber du musst also Sachen wissen, wie zum Beispiel, dass du die Reflexion der blöden Wache in diesem komischen, dieser Kugel, die du runterschießen musst, darauf musst du achten und solche Geschichten. Das waren die Sachen, an denen ich damals verzweifelt bin. Das heißt, die schlimmen Sachen, die bleiben im Gedächtnis. Das hat sich dort ja festgebrannt, ja. Das ist ja so das Kriegstrauma. Und die anderen Sachen können so schwer nicht gewesen sein, sonst hätte man sie ja noch im Kopf. Ich glaube, das ist das Spiel, was sie zu Fall bringen wird. Ich glaube auch. Ja, durchaus ein interessantes, stilistisch durch diese Rotoskopie-Technik halt ein tolles Spiel für den Grabstein, ja, dass du das zum Schluss dieses Meisterwerk dir gegeben hast, dass das, ne, dass das letzte Pixel sein würde, das deine Netzhaut bescheint, hervorragend, schön. Das ist wenigstens auf Konsole. Wahrscheinlich sitzt Dom da unten im Keller und versucht Call of Duty in irgendeiner DOS-Box zum Laufen zu bringen. In einer DOS-Box. Ja, Sebastian. Ja. Ich habe mich dann noch für Time Commando entschieden. Das ist aus den späten 90ern eins dieser Actionspiele mit vorgerendertem Hintergrund. Ein Kämpfer, ein generischer, reist durch die Zeit und am Anfang in der Steinzeit haut er mit Speeren auf Dinos und Megafauna und später geht's den Römern an den Kragen, bis er im Science-Fiction-Szenario irgendwie mit Laserknallen schießt. Das geht immer von links nach rechts, es ist super linear, es ist super kurz. Ich erinnere mich, dass es auch echt einfach war. Bam! Einfach mit ein bisschen schöner, solider Retro-Kost, ein bisschen Spaß haben. Da kann ich auch direkt nachher ein Altbier aufnehmen. Das hatten wir lang nicht mehr so ein Spiel. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Auswahl. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und auch mein Dank an das Oscar-Komitee. Ja, kein Dank notwendig, weil der Gewinner spricht jetzt. Ich werde das letzte Spiel aus meiner Reihe nennen. Ja. Und zwar
Ein weiterer Klassiker, übrigens auch ein heißer Kandidat fürs Altbier, auch das möchte ich euch weiterhin an den Hals binden, bis ihr ja sagt, von Electronic Arts aus dem Jahr 2002, gespielt von mir auf PlayStation 2, und zwar, eine weitere 2 wird sie jetzt im Titel finden, Der Herr der Ringe, die 2 Türme. Eines der besten, wenn nicht sogar das beste Lizenzspiel und mit Abstand das beste Spiel auf der PlayStation 2, das jemals erschienen ist. Ein Spiel, in dem ich als einer der Helden aus dem Film die bekanntesten Schauplätze aus dem Film nachspielen kann, in einer wunderbaren Hack'n'Slay-Ästhetik und Gameplay-Erfahrung, hat wahnsinnigen Spaß gemacht, habe ich damals bis zum Erbrechen gespielt, wortwörtlich, und danach ging es weiter, kann ich immer noch auswendig, das würde ich mir als letztes geben. Und dazwischen, wenn ich flexen will vor dem Kerkerwärter und der sagt, du kannst eigentlich schon gehen, sage ich ihm, nee, hier gibt's noch Bonusmaterial, das ich freigeschaltet habe. Man kann noch Elijah Wood zuschauen, wie er über seine Synchronarbeiten für Herr der Ringe, die 2 Türme von Electronic Arts, spricht. Dankeschön. Mein Beileid. Ich habe das ja damals auch gespielt. Den Teil mit dem Erbrechen habe ich geglaubt. Ja. Tolles Spiel. Also wie hier Hybris und Stockholm-Syndrom sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben und auch irgendwie so eine Art Kaspar Hauser dabei ist, weil offensichtlich hattest du keinerlei. Ich glaube auch, er hat auch schon so ein bisschen an der Schimmelwand geleckt, glaube ich. Das ist keinerlei. Ihr habt doch keine Ahnung, Kindheit. Das ist so ein gutes Lizenzspiel. Keinerlei Kontakt zu exzellenten Hack-and-Slash-Spielen, ja. Du dann halt mit mittelmäßigem Ramsch, der halt leidlich gut auf dieser Lizenz abgebildet wurde, so zufrieden. Ich hab's ja auch gespielt, ich hab's auch gemocht, aber ich hab's nicht geliebt. Aus dann hast du es nicht richtig gespielt. Es war mein Fehler. Ja, alles klar. Danke. Keine weiteren Fragen. Endlich was dazugelernt. Ja, letzter Eintrag auf der Liste, da habe ich es mir wieder leicht gemacht und wähle Probotector fürs NES. Das ist ein Titel, von dem ich, den kann ich wahrscheinlich, zumindest die ersten 3 Level weiß ich, dass ich sie noch grob mit verbundenen Augen durchspielen kann, und ansonsten zur Not weiß man ja auch den Konami-Code immer noch. Ganz schön arm, naja. Nee, ich finde, André ist da echt clever dabei. Ich würde auch direkt André den Sieg anerkennen. Haltet doch zusammen, ihr alten Männer, ey. Ja, finde ich auch. Das ist schon wirklich. Also, man muss aber auch einfach mal, finde ich, anerkennen können, Dom. Weißt du? Wenn man total typiert wurde. Ja, das habe ich aber in der Kneipentour-Insel. Welche Cheatcodes kennst du denn auswendig, Dom? Du, von Age of Empires 2 hätte ich dir vor dieser Flasche Chardonnay alles erzählen können. Jetzt mittlerweile habe ich nur noch Hass sehr in gut. mir. Nur noch Hass, sehr gut. Das sind so die Gegensätze. Umgekehrt hätte er vor dieser Flasche Chardonnay noch nicht alles über Herr der Ringe 2 Türme erzählt. Ja. Vielleicht korreliert auch sein Spielen von Herr der Ringe die 2 Türme mit den ersten G-Erfahrungen mit Alkohol. Nein. Wie alt war ich denn da? Warte mal, 2002. Er hat Herr der Ringe die 2 Türme in derselben Zeit entdeckt wie das Schönsaufen. Ich glaube, da das war einfach nur, bevor er das erste Mal aus der Umzugskiste raus durfte. Oh, shit. So, Leute. Hatte jetzt Sebastian noch seinen Loser? Okay, bitte. Dead or Alive 2. Fantastisches Spiel. Sehr schnell durchzuspielen. Was denn? Ich kann das heute noch ich kann Ryu Hayabusa. Echt? Das hatte auch keinen fiesen Endgegner? Easy, das ist nicht so schwer. Ich habe das Ding immer noch drauf, also ich kann das. Die Storys sind nicht lang, also für jeden Kämpfer irgendwie 5 bis 8 Kämpfe oder sowas. Immer mit einer schönen Endsequenz. Der Boss ist okay und ich komme mit allen Charakteren klar. Ich kann dir das durchspielen mit einem beliebigen Charakter innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Minuten. Ich fühle mich hier echt wie in der Truman Show. Ich habe wirklich heute Nachmittag noch euer übrigens wunderbares Altbier zum Dreamcast gehört. Und da hast du dich auch ergossen in Lobeshymnen über Dead or Alive 2. Und jetzt sitze ich hier schon wieder. Und jetzt muss ich doch mal fragen, sind hier diverse Werbedeals am Start, Herr Stange? Gibt es einen Grund, warum dieser Titel Sorry, dass ich in meiner Jugend Spaß an einem Spiel hatte. Naja, also gerade mal so. Wir hatten ja nichts. Dead or Alive 2 hat meinen prävoleszenten Geist mit Unterwäsche gekleideten Frauen stimuliert. Aber es war halt nicht bloß hier, ne?
wie die erste Seite auf der Bild unten, ne, oder auf der dritten, wo waren die nackte Frau versteckt? Dritte Seite. Sondern die dritte Seite. Versteckt. Sondern auch wirklich ein fantastisch griffiges Prügelspiel. Leicht zu lernen, schwer zu meistern. Wenige Tasten nötig, alles logisch verteilt, fantastisch unterschiedliche Charaktere, griffige Kombos, kein anderes Spiel zu der Zeit hat so ein sattes Gefühl von Körperkontakt gegeben, hatte so viel Interaktion auch mit den Stages, ja, dass du Leute irgendwo durch eine Wand prügeln kannst und sie fallen dann irgendwo runter. Eine geile Grafik für die Zeit, ein Altersregler im Hauptmenü, eine Vielzahl an Spezialmodi und Freischaltbahnen, immer natürlich diese, was da schlüpfrig ist, ja, aber nicht schlüpfrig und dann nichts mehr, wie die gute alte 3D-Sex-Villa oder ähnlicher Kram, der dafür durchaus zu tadeln ist. Und deswegen hat diese Spielereihe bei mir immer einen Stein im Brett. So. Das ist lustig, weil die Beschreibung könnte man 1:1 wirklich ohne Auslass übertragen. Dem Herr der Ringe, die zwei Türme. Herr der Ringe, die zwei Türme tatsächlich. Ja. Ja, es ist exakt das. Also vom Altersregulator bis zur Schlüpfrigkeit. Das war das Spiel, was ich in Erinnerung habe. Typischer Herr der Ringe, Bouncing Breast Mode, wer kennt ihn nicht? Ja. Verstehe auch nicht, warum hier Schlüpfrigkeit automatisch zu tadeln sei, Herr Stange. Diese Prüderie, was soll denn das? Ja, das ist eine andere Abwehrhaltung, ja, eine praktische Unverbindlichkeits, also ein kleingedrucktes, ein Disclaimer, den ich mir jetzt angewöhnt habe. Man weiß ja nie. Ja. Okay, das Eis wird dünner. Kann ja sein, dass unser Podcast während der Oscarverleihung ausgestrahlt wird. Sehr gut. Also, ich habe aber auch überlegt, sowas wie Dead or Alive oder sowas. Ich konnte mich nur nicht mehr erinnern. Ich wollte auch Tekken, aber ich wusste nicht mehr, wie waren denn da so Endgegnersituationen und sowas. Also in Dead or Alive 2 war es Tengu, dieser Typ mit der langen Nase und den Federn. Ich habe noch überlegt, auf der Liste hatte ich noch Assassin's Creed, das erste. Da war ich nämlich selber erstaunt. 2007 war ich noch nicht 18. Ja, so ist das. Okay. Ja, aber warum willst du dich damit in diesen Keller einschließen, ist ja die Frage. Naja, das Geile ist ja, die Leute denken, das ist ja auch wieder so ein arschlanges Spiel, aber das erste Assassin's Creed hatte eine super... Nein, das ist einfach nur... Ja, aber ich fand es ganz gut. Und es hat eine super leere, offene Spielwelt, da war das ja alles noch am Anfang. Jetzt hört doch mal mit den Mimosen auf. Mein Gott. Wir haben das vor ein paar Jahren mal wieder neu in die Hand genommen, André und ich. Ja, ganz schlimm. Und Alter, Fall ist nicht gut gealtert. Mega geil, danke. Also diese Insel, als ich es mir ausdachte, habe ich mir gedacht, das wird super spannend. Jetzt hat jeder so ein bisschen was von früher erzählt. Lass uns einfach die nächste Insel nehmen. Ui. Sehr schön. Na gut, dann springen wir mal weiter zur nächsten Insel, ja? Dass wir hier diese Runde wenigstens noch abschließen können. Ominöse Zufallsprinzip da. Ja, das Zufallsprinzip wird jetzt aufgegeben, da ist ja auch nicht mehr so viel. Ich mache einmal mal weiter. Ich habe eine Insel auserwählt und zwar ist es die Insel des Ich-Avatars. Also, du bist auf einer einsamen Insel gestrandet. Praktischerweise steht dir erneut ein Rechner oder eine Konsole zur Verfügung, auf der sind alle, Achtung, Third-Person-Action-Spiele zu haben, die jemals erschienen sind. Noch praktischer, ein Rettungssender wird aktiviert, sobald du eines dieser Spiele durchgespielt hast. Aber Problem, aus ungeklärten Gründen wurden die Fähigkeiten aller Spielfiguren, die du dort steuerst, auf dich angepasst. Spielst du also Uncharted, dann hat Nathan Drake plötzlich so viel Ausdauer wie du, ist so stark wie du, kann so weit springen wie du, kann so gut zielen und schießen wie du und so weiter und so fort. Und die Frage ist, welches Spiel wählst du aus, um je wieder von dieser Insel runterzukommen? Ah, da scheint sich der Dom sicherlich irgendein Martial-Arts-Spiel auszusuchen. Der hat uns ja vorher davon erzählt, dass es ja bis zum weißen Gürtel in Judo geschafft hat. Ja, oder so John Madden oder sowas. Ja, pass mal auf. Also, wer soll denn loslegen? Wie wär's mit dir, Dom? Also gut, fang ich mal an. Und zwar, ich habe natürlich erstmal wieder überlegt, was ist das Anforderungs... For Honor. Ich hab das so oft gesehen, das muss ich einfach nur noch reproduzieren. Dom, ne? Der Herr der Ringe, die zwei Türme, ist ja auch ein Third-Person-Action. Ist eine Idee, war in der engen Auswahl, aber ihr werdet gleich staunen. Also, ich habe überlegt, was ist Anforderungsprofil dieser Aufgabe? Das heißt, ich muss gucken, was kann ich denn gut? Also, wenn meine Fähigkeiten da rein übertragen werden, was geht denn da? Und dann fielen mir so Dinge dank Süddeutschland wurde ich zwangssozialisiert auch im Schützenverein. Das heißt, ich kann ein Luftgewehr bedienen. Das ist schon mal gut. Ich kann im Notfall auch boxen. Das ist auch gut. Ich kann reden.
Also man kann sich drüber streiten, wie gut, aber man kann reden zumindest mit anderen Menschen, versuchen, sie zu verleiten, zu überzeugen, in Bewegungsmuster und Handlungsmuster zu drängen, die sie nicht wollen. Und ich mag Oldies, alte Musik aus Amerika. Und damit lande ich zwangsläufig bei der richtigen Antwort, die lautet Fallout New Vegas. Dankeschön. Ja, gar nicht so schlecht, ne? Witzig, daran habe ich gar nicht gedacht, weil man es ja eigentlich aus der First-Person-Perspektive spielt, aber es gibt eine optional wählbare Third-Person-Perspektive. Exakt, und spielt in meine Stärken hinein. Das einzige Problem, wirst du dann nicht von dieser ersten Deathclaw oder so sofort zerlegt? Ja, du verwechselst das mit Fallout 4. Da taucht die Deathclaw ganz am Anfang auf. Fallout New Vegas hat ganz lange keine Deathclaw. Ja, aber irgendwann kommen sie doch. Und du musst es ja durchspielen. Also, ich verlasse mich da auf mein Manipulationsgeschick und versuche die Deathclaw. Vorsicht, da hinten, was ist das? Ein dreiköpfiger Affe. Ja. Sehr gut. Die Antwort ist nicht blöd, Dom. Tatsächlich, danke. Ich weiß nicht, als Vault-Dweller, ja, der völlig an der Realität vorbeisteuert, keine Ahnung davon hat, wie es eigentlich läuft. Ja. Also, ich glaube, der. Ich glaube, das ist also auch so mit Radioaktivität und sowas. Ich rechne eigentlich mit 45 Minuten, bis das ganze Ding zu Ende ist. Ich wenn es so einen nicht dargestellten Mitleidswert gibt, den die Spielwelt für dich hat, der wäre hoch. Aber nee, gut, dass ich denke, im Rahmen dieser Challenge ist die Antwort nicht blöd. Ach, vergiftetes ich, Lob. Maximal. Ich habe zwei verschiedene Antworten. Im Rahmen seiner Möglichkeiten war er stets bemüht, den Anforderungen zu entsprechen. Nee, also ein Rollenspiel ist eine coole Idee, weil man auch tatsächlich nicht unbedingt irgendwie Kraft, Ausdauer und Kampfeskunst braucht, sondern sich da auch durchmogeln kann. Da wäre ja vielleicht auch, ne, da könnte man sowas wie Disco Elysium nennen, ja, wo die Charaktereigenschaften des Spielhelden dieselben sind wie meine in der Realität. Selbsthass und Versoffenheit. Aber das ist doch kein Actionspiel. Nee, ist ja, es eben. Ist Fallout ein Actionspiel? Ja, ein bisschen mehr. Gut, doch, ich hab zwei Antworten. Zuerst ganz einfach Sniper Elite V2. Nur 6 Stunden Spielzeit. Und das ist ein Spiel übers Heckenschützen und Scharfschützentum. Und ich kann schießen. Ich bin ein guter Schütze. Aber ich habe eine. Aber ein Scharfschütze? Sebastian. 4 Kilometer. Sebastian, mit so einem Weltkriegsgewehr auf 300 Meter, du willst mir doch nicht im Ernsthaft erzählen, dass du da irgendeinen Nazi triffst. Ich kann gut schießen. Noch nicht mal den LKW neben ihm. Das Spiel im Leichten, ich kann es ja immer noch auf Easy spielen, da habe ich jede Menge Zielhilfen und damit werde ich es ja wohl schaffen. Auf das Problem easy ist bloß, stellen. Ja, nein, den hast du ja nicht, dass die Fähigkeiten sind ja jetzt deine Fähigkeiten. Ich kann gut schießen. Aber es fällt eh aus, weil. Ne, ich habe so das Gefühl, hier werden deine Schussfähigkeiten gerade bei weitem übertrieben. Er hört mir ja gar nicht zu. Die Frage kriegt auch immer mehr Fußnoten. Ich bin begeistert. Ich bin hier sozusagen in die Revision gegangen, ins Assessment, habe festgestellt, auf den Artworks ist der überall ein Mann zu sehen, der mit dem rechten Auge am Zielfernrohr ist. Und ich persönlich habe eine Ablyopie auf dem rechten Auge. Ich kann mit dem rechten Auge also nicht schießen. Ich bin Linksschütze. Und da ist es durchaus möglich, wenn jetzt die Spielfigur meine Skills hat und der Sniper Elite Action hält, das Gewehr mit der klassischen Animation in die Hand nimmt, dass er nicht mal irgendwie einen LKW, der vor ihm steht, trifft, weil er halt ein träges Auge hat, muss ich zähneknirschend von Sniper Elite V2 mich trennen, ja. Wollte nur sagen, wie schlau ich bin, wäre ich rege und habe mich jetzt dann doch für Death Stranding entschieden, denn wandern kann ich. Aber auch schleppen, das ist ja die Aufgabe. Ja, wird schon gehen. Ja, das wird ja wohl gehen. Also ich kann wandern. Und das Schöne ist ja, ich kann auch ausdauernd wandern. Und wenn man es mal runterbricht, ist alles das, was so, weil der Spieler ist ja schnell gelangweilt, alles das, was man da an Wegstrecken zurücklegt in Death Stranding, auch für die komplexeren Missionen, ein fucking Spaziergang, ja. Weil ein Spieler halt nach 20 Minuten Monotonie echt langsam mal die Schnauze voll hat. 20 Minuten spazieren gehen, dann werde ich gerade mal warm. Also das ist alles super easy. Death Stranding, ich habe gewonnen und André muss gerade zähneknirschend eingestehen, dass ich eine bessere Antwort als er für eine Frage gefunden hat, die er sich ausgedacht hat, speziell für seine Antwort. Touché, Schachmatt und Homerun. Das Problem ist, ich habe auch Death Stranding aufgeschrieben. Ich würde es auch gerne deswegen dissen, aber ich habe leider die gleiche Antwort. Ich habe zwischendrin einmal überlegt,
ob sowas wie Last of Us in Frage kommt, wo man ja auch nur im Gras hocken muss und ab und zu schiebst du mal jemanden einen Dolch zwischen die Rippen. Aber das erschien mir dann doch zu riskant. Mhm. Ich glaube, wir schleichen alle nicht so gut wie diese perfekten Videospielcharaktere, die sobald sie in die Hocke gehen, sich still bewegen und vor allem nicht nach 10 Sekunden meinen Rücken rufen. Die Frage ist ja, ist das quasi die inhärente Fähigkeit dieser Figur oder ist es ein Feature des Grases in dem Spiel? Ja? Und ich hätte dann selbstverständlich beschlossen, dass das gar nichts mit den Fähigkeiten der Figur zu tun hat. Sobald du dort in diesem Gras bist, bist du halt unsichtbar, weil das Gras einfach so ist. Außerdem hätten wir ja bei Last of Us 2 all die verschiedenen Zugänglichkeitsoptionen, wo du auch einstellen kannst, dass du unsichtbar bist, sobald du dich hinlegst. Immer. Vor allem werden wir auch alle, also ihr vor allem. Das macht The Last of Us 2 vielleicht echt besser, weil man das Ding komplett kaputt cheaten kann durch diese Zugänglichkeitsoption. Herrlich. Gebrochen gewesen nach dem ersten Tod im Spiel, der nicht einem selbst, sondern einer anderen Person passiert. Wir wollen es natürlich hier verschweigen, aber da sehe ich euch beide wimmernd am Boden sitzen, während ich Richtung letztem Level losreite. Das heißt, verloren. Okay. Ich schreib mir das mal auf, ja? Ja, klar, mach das. Also ich würde sagen, ich will jetzt eigentlich nur Sebastian auf irgendeinen Schießstand zwingen, der dir die nötigen Distanzen bereithält. Das will ich sehen. Oh, ich möchte auch. Ich möchte Schützenverein Wettschießen mit Sebastian Stange machen. Also, das wäre doch mein Ding. Ich bin der Meinung, dass ich ein guter Schütze bin. Ich bin Linksschütze, das müsste dann irgendwie berücksichtigt werden, aber ansonsten alles gut. Ich habe da keinen Anspruch, ich möchte einfach mit dir mal auf einem Schützenverein Schussbahn stehen. Sehr gut, das machen wir mal. Schön. Ne? Wenn sich mal unsere Wege kreuzen. Okay, alles klar. Ich weiß, wie ich das jetzt rausfinde. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt auf den Weg nach Hamburg mache. Wo es hier in Deutschland irgendwo so ein Distanzschießen gibt, wo man auch irgendwie wo du halt einfach so reinstolpern kannst, ja, mit deiner halben Flasche Chardonnay noch in der Hand. Ich soll rausfinden, ob er so gut schießen kann. Also, da zahle ich die Reisekosten, würde ich sagen. Also. Sehr gut. Oh Mann, okay, gut, gut. Ich bin froh, dass wir jetzt, also ich bin ganz zufrieden. Ich habe Angst vor anderen, oh mein Gott. Ja, die Schlimmen kommen noch. Es gibt Inseln, wo ich echt ein bisschen, wo ich verlegen bin. Aber Ja, wir sind ja gespannt, vielleicht treffen wir jetzt gleich eine. Ich hätte jetzt mal gesagt, Insel des Werbespots, Dom. Gerne. Die Insel des Werbespots. Auch hier habe ich wieder ein Etikett ausgearbeitet, das ich jetzt in Folge vorlesen möchte. Das Reiseunternehmen, für das ihr arbeitet, hat eine große Investition gewagt und sich eine paradiesische Insel in den Tropen gekauft, inklusive Ferienwohnung, Pool und Snackautomaten. Jetzt fehlen nur noch die Touristen und Touristinnen, damit sich das Ganze auch auszahlt. Und da kommt ihr, beziehungsweise wir, ins Spiel. Ihr müsst einen Werbespot drehen, der die verschiedenen Freizeitaktivitäten auf der Insel möglichst vorteilhaft vorstellt. Als Regisseur könnt ihr zwar auch selbst in dem Film auftreten, müsst aber auch, und jetzt kommt der Clou, 4 Schauspieler und oder Schauspielerinnen engagieren, meinte ich. Zur Auswahl stehen ausschließlich NPCs aus der Welt der Videospiele. Wie sieht euer Viererteam aus, um den perfekten Werbespot zu kreieren? So, ich bin gespannt und nehme die Person dran, die als erstes ein Geräusch macht. Ach du Scheiße, ich habe Spielercharaktere genommen. Ich wollte gerade sagen, ich habe für meine Antwort ausschließlich keine NPCs, sondern ausschließlich Spielercharaktere gewählt, weil ich die Frage nicht richtig gelesen habe. Das war ja das Spannende daran. Können wir die Eselsmütze dann schon mal verteilen, ja? Ja, ich bin dumm. Entschuldigung. Aber du darfst trotzdem, dann haben wir den Müll quasi schon mal vom Tisch. Ja, dann wär's einfach also, los. Dann beantworte ich die Frage jetzt mal falsch, die mich ohnehin wundert. Mich wundert zum Beispiel, dass du das Feature des Snackautomaten nennst. Also das ist in der Insel nicht nur Pool, Ferienwohnung, sondern auch Snackautomaten gibt. Ja, das war so ein, kann ich dir sagen, warum, wenn es dich interessiert, da war ich nämlich gerade in Vorbereitung für die Folge und war da so gerade in meinem Point-and-Click Anfang der 90er Humor drin und da dachte ich mir, Ron Gilbert hätte das auch geschrieben. Also schön, Snackautomaten rein. Ich dachte, du stehst vielleicht gerade irgendwie am U-Bahn-Gleis und schreibst einfach Dinge auf, die du siehst. Ich glaube, das ist einfach wirklich ein wichtiges Feature für Tom. Ja, wenn der nachts um 3 aufwacht und am Magen knurrt und er denkt sich, jetzt noch mal ein Snickers, das wäre schön. Und dann er kann etwas bekommen gegen seinen Hunger ohne menschliche Interaktion.
Und mache den Geldbeutel leichter. Ja, wenn Dom einen Urlaub buchen möchte auf Booking.com, wird erstmal sortiert auf eine Hut-Snack-Automat. Ja, sehr gut. Also, Filter. Ja, wie gesagt, ich habe einen Fehler gemacht und keine NPCs, sondern Spielercharaktere gewählt. Und hier gibt es natürlich klassische Rollenverteilung in jedem Werbespot. Ich brauche die Familie, die dort Urlaub macht und glücklich ist. Ich brauche die Frau, die stylische, die attraktive, aber die nicht nur als Sexobjekt da ist, sondern die auch souverän und selbstbewusst ist und habe mich deswegen für Bayonetta aus Bayonetta entschieden. Dann gibt's irgendwie ein Kind, ein generisches. Mir fiel jetzt Moira aus Resident Evil Revelations ein, ist ein kleines Mädchen. Einfach das generic female child. Sie hat nicht viel Screentime. Sie freut sich einmal über irgendwas mit Kuchen und streichelt ein Tier im Streichelzoo. Dann habe ich noch Genfu aus Dead or Alive. Das ist der gut aussehende alte Mann, der viel besser aussieht als alte Leute wirklich, wenn sie Senioren sind. Also mit diesem schönen, manikürten, dichten, weißen Bart, mit den zurückgebundenen Haaren, mit diesem coolen japanischen Outfit. Viel zu edel, viel zu attraktiv, um wirklich seine Altersgruppe zu repräsentieren. Aber das ist uns Werbern egal. Und dann gibt's noch den sympathischen, charismatischen, mittelalten Mann, ja, in den man sich als derjenige den scheiß Urlaub auch bezahlen muss. Okay, das sind schon wieder altmodische Wertevorstellungen. Aber der halt so ein bisschen den Dad, ja, den nicht das Model darstellt, sondern eher den normalen Mann, der hier in dem Werbespot so ein bisschen am Feuer sitzend, beim Holzhacken und beim Angeln gezeigt wird. Und da habe ich mir Shun Akiyama aus Yakuza 4 ausgesucht, einer der sympathischsten Charaktere dieser Spielereihe. Den kennt ihr jetzt nicht. Ich will jetzt auch nicht seine ganze Geschichte erzählen, aber der ist einfach fantastisch. Der ist so charismatisch, sympathisch, irgendwie menschlich und cool und den mochte ich einfach und der ist halt nicht der übliche geleckte Spieleheld, sondern einfach ein bisschen etwas älterer Sack und das passt ganz wunderbar und so habe ich den perfekten Werbecast. Also ne, diesbezüglich habe ich die Aufgabe verstanden, ernst genommen, übererfüllt, bloß natürlich diese Technikalität, dass ich jetzt lauter Spielercharaktere und keine NPCs gewählt habe, distanziert mich, ich setze mich jetzt hier, ne, draußen an die Bushaltestelle und wenn das Komitee dann nachher festgestellt hat, dass alle anderen Pitches Blödsinn sind, ja, ich werde ein paar Busse warten, bis ich einsteige. Und man kann mich da immer noch abholen. Ich kann ja lobend zumindest sagen, dass du dir kluge Gedanken gemacht hast, grundsätzlich, ne, mit diesem Familienbild, ja. Das finde ich ganz toll. Ja. Vielleicht, ich bin versucht, da einzusteigen oder möchte André den Vortritt wagen? Es ist ja deine Insel. Man beachte auch, ich habe auf die Hybris verzichtet, mich selbst zu casten, was durchaus erlaubt war. Es war eine Falle, das habe ich gemerkt. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ach komm, erzähl uns doch bitte, wie du das meinst. Also, die nächste Insel, auf der Dom tritt. Also, na gut. Ich habe auch mich bemüht um ein mögliches abwechslungsreiches Ensemble, weniger an der klassischen Familie orientiert, sondern mehr an, weiß ich nicht, Individuen, die allesamt eines oder zwei Dinge verbindet. Zum einen Charme und zum anderen Charisma. Das sind zwei Dinge, die wichtig sind für einen kurzen Werbespot, damit der auch direkt trifft und knallt. Deswegen. Moment, aber du kommst weiterhin selbst darin vor. Nein, tatsächlich nicht. Ich halte mich hier zurück. Ich habe wird aber gerade eifrig umgeschrieben im Hintergrund. Ja, ich bin auf dem Stuhl gefallen. Delete. Dachte, ich kann die Tastatur abschließen für heute, habe sie direkt wieder angeknüpft ans USB-Band. Also, folgendes. Erste Person, da ist er, Qui-Gon Jinn. Star Wars Episode 1, wir erinnern uns alle, der Jedi-Ritter mit dem Charisma und dem Charme eines alten Jedi-Ritters. Toll, er repräsentiert Altersweisheit und dass man im Alter... Hättest du auch den Snackautomaten casten können. Also, ich meine, ist der Snackautomat. Ich dachte, er ist Hobo irgendwo. Nein, also Qui-Gon Jinn... Kommt dir denn das NPC irgendwo vor? Ich fürchte, ja. Du guckst in seine Augen... Der Mann mit dem Charme einer Grenzkontrolle. Du guckst in seine Augen und es fühlt sich an wie eine kostenlose Therapiestunde. Ja. Es ist einfach der perfekte Mensch für diesen Werbespot. Qui-Gon Jinn ist der Erste. Hat er Angst? Ist er traurig? Ist ihm langweilig? Ich weiß Jedi es nicht. Jedi kennen diese Gefühle nicht. Nur Treue und Vorfreude auf das nächste Star-Wars-Spiel. So. Qui-Gon Jinn. Als nächstes, als weibliche, Pendant kann man gerne sagen, Lady Dimi Dreschku aus Resident Evil 8. Ein absoluter Hingucker in mehrfacher Hinsicht. Die große Vampirin, viel Charisma, wenn man drauf steht, auch eine gewisse Portion Erotik, aber vor allem auch Charme. Eine Person, der man gerne zuschaut, bei was auch immer sie gerade tut. Toll, dieser zweite Platz ist auch gut belegt. Dritte Person. Die fällt auch nach einer halben Stunde mit Sonnenbrand aus.
Da fühle ich mich aber auch direkt verstanden und würde sofort eine Reise buchen. Deswegen falsches Argument. Dritte Person, als Comic Relief quasi gedacht, der Zwiebelritter aus Dark Souls 1. Ein bisschen, ne, immer ein bisschen fehl am Platz, braucht auch gerne Hilfe, stolpert so ein bisschen durchs Bild, ist einfach relatable für die Normalos unter uns. Toll, Zwiebelritter nehmen wir. Und jetzt natürlich noch maximal manipulativ. Tiere ziehen immer und da nehme ich Dogmeat aus Fallout 4, der Hund mit den größten Augen der Welt. Es wurde nachgemessen in einer Studie aus dem Jahr 2012, 67% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat das bestätigt und damit ist es offiziell Dogmeat, Platz 4, Dankeschön, 5 Punkte. Also wirklich, mit Dogmeat und Qui-Gon kannst du auf jeden Fall einen Clip für so einen Obdachlosen-Shelter machen. Aber so oder so wäre ich gespannt auf den Werbeclip. Wie war denn das da mit Lady Dimitrescu? Also bei ihren Töchtern war es doch auch so, dass da Lichteinfall war doch generell problematisch. Kann die da überhaupt auftreten? Musst du deine Fotos mit der nachts machen? Ja, die Werbung wird mit Greenscreen gedreht, ne? Ja, sie hat diese große Hutkrempe, sie ist da sicher und sie ist ja auch relativ groß. Das heißt, ab einer gewissen Körpergröße stehst du in dem Winkel zur Sonne, dass dich quasi die UV-Strahlung gar nicht mehr erreichen kann. Und das ist natürlich was, wovon sie profitiert. Verstehe. Na gut. Ja. Alles durchdacht. Also ich finde, ihr seid eigentlich ja schon eher so wieder im Phantasialand unterwegs und ich bin der Einzige, der der harten Realität des Werbebusiness offensichtlich ins Auge geblickt hat und gesagt hat, sagen wir mal ehrlich, wer wird denn wirklich gecastet für so einen Werbeclip? Und ich glaube nicht, dass es hier Qui-Gon, Jin und Shaggy Dog sein werden, sondern Casting Nummer 1, Marie Rose aus Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 3. Hat kein Mensch gespielt, keine Ahnung. Ja, aber das ist völlig egal. Ja, es geht. Kennst du die Leute in aber die ist doch ein Spielcharakter, ist doch kein NPC. Das weiß denn ich, ob man die spielen kann? Die kommt da drin vor. Da wackelt das jetzt ja schon. Ei! Also, Sebastian hat seine ganze Liste nur aus Player-Characters bestritten. Ich verstehe gar nicht, warum da von der Seitenlinie von ihm ausgerechnet jetzt solche Steinwürfe kommen. Er hat sie auch rausgenommen. Er hat ja auch direkt gesagt, er ist schon raus und sagt es trotzdem noch. Ich finde, das ist eindeutig zulässig, weil das ist ja kein richtiger Spielcharakter. Ja, okay, also, du hast Mary Rose gewählt. Warum nochmal? Ihr habt die gewählt, weil ich gelesen habe, es gab irgendwann ein Voting via Download, welche Charaktere in diesem Teil übernommen werden sollen aus einem vorhergehenden und sie hat gewonnen. Das heißt, die muss erstens in der Community musste ja schon mal populär sein und zweitens, es ist doch egal, die kommt da wegen dem Sexappeal rein und fertig aus. Ja? Du weißt aber schon, dass ihr Sexappeal schon eher der des jungen Alters ist, des bedenklich jungen Alters. Ja, aber wir wollen ja auch Teenager auf der Insel haben, Sebastian. Touché. Ja, so. Also das ist Casting Nummer 1. Das zweite und vor allem, sie kann Volleyball spielen. Es ging ja auch darum, dass die Aktivitäten auf der Insel möglichst vorteilhaft darstellen können. So, jetzt habe ich nämlich hier schon mal eine Volleyballspielerin. Dann bringe ich gleich noch mit Akari Hayami aus Wave Race Bluestorm, weil dann kann die nämlich Wasserski fahren und dabei gut aussehen. So, Wasserski sowieso besonders wichtig. 50 € oder so für eine halbe Stunde Wasserski ist der letzte Stand, als ich so mal vor so einem Wasserski-Mietstand stand, ja. Da kommt nämlich so richtig die Kohle rein, nicht beim Snackautomaten, Dom, außerdem neben deinem Zimmer. Also, wenn der Qui-Gon Jinn neben dir steht und Jedi Mindtricks macht, ob du nicht doch noch einen Hanuta möchtest, möchte ich dich sehen, wie du Nein sagst. Und so kommt das Geld rein. Also erstens funktionieren Jedi Mindtricks nicht, wenn sie aufgezeichnet sind. Ich glaube, er muss schon persönlich da sein. Wir reden über einen Werbefilm. Und zweitens, Star Wars Episode 1 gibt es eine Szene, in der Qui-Gon Jinn über Videokamera jemanden dazu überredet, beim Snackautomaten einen getrockneten Fisch zu ziehen. Und ich erinnere 67% der Fälle funktioniert es. Ja, genau. Ich erinnere mich auch an die Studie, jetzt wo du es sagst. Ich muss beschämt meine Eingabe zurückziehen. So, das ist jetzt das Casting. Ansonsten natürlich als Werbecaster brauche ich erstens Star Power und zweitens muss ich auch gucken, dass ich dann meine Diversity Castings reinbringe und das ist echt gar nicht so einfach, wenn man dann auf NPC-Suche geht, weil ich habe mir gedacht, okay, eigentlich bräuchte es was Neueres oder Leute, die heute noch bekannt sind. Das ist geil. Bei den NPCs dann tatsächlich schwierig. Ich habe erst gedacht, vielleicht Chloe aus Uncharted,
Könnte funktionieren. Ich habe mich aber entschlossen, ich nehme, Achtung, ich war da mega clever, Niobe aus Enter the Matrix, was wiederum Jada Pinkett Smith ist, für einen Hauch von Star Power und Skandal. Da gehen die Einschaltquoten nämlich direkt nach oben. Also ein richtiger. Da könnt ihr jetzt mal kurz hier Pause für Applaus. Aha. Richtiger Ekelwerbespot, ey. Es ist richtig, wenn ich schon zuhöre, will ich mich waschen. Also bitte, so läuft's nun mal hinter den Kulissen der Werbeindustrie, ja? Ja, vor 20 Jahren vielleicht. Also, Entschuldigung, was meinst du, wie heutige Castings denn funktionieren? Denkst du, da sitzt jemand und sagt, oh, das sind aber wirklich die talentiertesten von allen. Daraus geht es eine reine Meritokratie hier bei uns in Hollywood. Bitte. Ja, also, wir brauchen jetzt auch noch, jetzt brauchte ich sozusagen noch einen Vertreter für die männliche Zielgruppe oder umgekehrt für die weibliche. Auf jeden Fall, ich will noch einen Typen in der Gruppe haben. Ich habe dann auch festgestellt, leider. Wie ist das? Sebastian, weißt du es genauer? Spielt man den blöden Captain Price in Call of Duty? Wobei, Dom müsste es ja vielleicht sogar noch viel mehr spielen. Nee, den spielt man nicht. Nee. Den spielt man nicht selber, ne? Siehst du, so. Die einzige korrekte Nennung. Aber dann, wieso sagst du da nicht Saul McTavish? Nee, jetzt pass auf. Ich nehme Captain Price, weil wurde gewählt zum Hottest Video Game Hero. Wir sind ja hier ein hochwissenschaftlicher Podcast heute und da könnt ihr jetzt echt einfach nichts mehr gegen sagen. Wurde gewählt zum hottest Videogame Hero nach einer mit 67%. Umfrage, ja, von Top 10 Casinos. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ein realer Bericht, den man im Internet finden kann. Und es ist nicht eine wirkliche Umfrage, sondern sie haben offensichtlich eine Art, heute würde man sagen, KI. Die Gesichter von 50 Spielehelden bewerten lassen nach so Symmetriekriterien. Und dabei kam raus, Captain Price aus Call of Duty ist der heißeste Videogame-Held, den es gibt. Und wir Werber, ne, Marktforschung und sowas, die harten Zahlen, das ist das, was hinter den Ausschlag gibt. Deswegen. Das ist schön. Schön, dass du dich auch hier mit der Casino-Industrie ins Bett hüpfst, in deiner Herleitung, mit diesen Enten, die diese Industrie immer wieder platziert, um Nachrichten zu generieren und die auf ihre Seiten linken, um ihr Google-Ranking zu erhöhen. 67%ige Sicherheit, Sebastian, was soll ich sagen? Das ist schon. Aber ich muss sagen, Andres Erklärungen sind wild, hanebüchen und menschenverachtend genug, um eigentlich die glaubwürdigsten zu sein. Das ist doch das, was ich sage. Und ich finde, dein Querdenkertum in der Hinsicht, das hilft ihm auch keinem weiter. Ich möchte mal ganz kurz darauf hinweisen, ihr verzichtet gerade, ihr seid im Begriff zu verzichten auf einen Werbespot, in dem der Zwiebelritter neben Qui-Gon Jinn auftritt. Ist das, also von was allen wollt? Werbespots? Ja, aber dafür liegen Captain Price und Jada Pinkett Smith zusammen am Strand. Also ich würde den Werbespot, den Dom im Auge hat, am liebsten sehen, weil ich glaube, das wäre der Ed Wood der Branche, nein, das würde ich nicht sagen, aber der wäre sicherlich sehr sehenswert, erfolgreich, ne, und hier die Bottomline am meisten beeinflussen würde wahrscheinlich Andres, während ich mich zurückziehe und meine Würde gewahrt habe. Das heißt, ich finde, du könntest dich geißeln einfach wie der eine Typ aus dieser Dan Brown-Verfilmung. Oder aus dem Saw-Film. Machen wir jetzt mal hier schnell wie viel haben wir denn noch? Noch 3 Inseln, ne? Es steht ja jetzt schon 5-1 für mich. Macht das überhaupt noch Sinn? Das ist tatsächlich knapp. Ich habe anders 12 gezählt. 12 Punkte, André hat 5 und Sebastian -1. Das ist knapp. Also, nach meiner Zählung, ja, stehen wir hier bei 3 Wickets und 5 Innings. Wenn ich dir so zuhöre, ich befürchte, du wirst gleich fragen, wie viele Trefferzonen irgendwie Andres Lieblingsspiel hat. Das ist die nächste Frage. Das ist die Bonusfrage. Ja. Der Tiebreaker. Ja. Nachdem es 0-0-0 steht. Ich glaube, definitiv verloren haben unsere Freunde zu Hause. Ja, ich würde sagen, aber wir können ja, komm, wir machen eine Bonusinsel machen wir noch, nach dem Zufallsprinzip. Jetzt egal von wem und sowas. Ich habe einen Wunsch. Ich habe einen ganz großen Wunsch. Ich habe auch einen Wunsch. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich hab den Wunsch, die Ohrfeigen. Ich auch. Aber, ich auch. Okay. Ist das auch dein Wunsch, Sebastian? Oder? Ja. Okay.
Dann machen wir das. Guck mal gut. Also, meine Damen und Herren, Ohrfeigenwettbewerbe sind ja bekanntlich derzeit der Hit auf YouTube und nicht nur da, auch auf dieser Insel, auf der wir diesmal gestrandet sind, läuft es so jeden Tag. Stehst du einem beliebigen Bossgegner aus einem Spiel deiner Wahl gegenüber, abwechselnd knallt ihr euch eine und nach drei Runden ist es dann vorbei. Und weil die Veranstalter natürlich ein kleines Turnier veranstalten wollen, braucht es eben mindestens Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Zum Glück ist das Ganze aber eben so korrupt, dass ihr euch eure Gegner in jeder Runde aussuchen dürft. Ihr dürft dabei gerne auch strategisch vorgehen und überlegen, dass in der dritten und letzten Finalrunde eure Backe ja vielleicht schon leicht angeschwollen sein könnte. Und nun ist die Frage, welche drei Endgegner sind diejenigen, gegen die ihr euch die besten Chancen ausrechnet? Ich schlage vor, wir machen das wieder so abwechselnd. Mhm. Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Können wir machen. Jetzt ist natürlich spannend. Ja. Dann fange ich an. Es ist meine Insel. Ich fange an und ich nehme hoffentlich, das war meine Überzeugung, als ich es aufgeschrieben habe, direkt, ja, Dom einen Trumpf aus seinem Hut und sage, der Chaos Bug aus Dark Souls 1, der bekanntlich der Endgegner dort, ja, hinten in Lost Izalith, wo sich hinterher herausstellt, dass das irgendwie so ein komisches, rumkriechendes Ding sie ist. Das kann gar nichts machen und wartet eigentlich nur darauf, dass endlich der erlösende Schwertstreich auf sein Haupt niederfährt. Ist es wirklich, wird das auch als Bossgegner inszeniert? Wird dann es ist ein Bosskampf. Andere unterschlägt natürlich die 4,5 Stunden, die man braucht, um dahin vorzudringen, weil es ist gar nicht so einfach. Aber das fällt ja hier weg. Ihr steht euch ja nur am Ohrfeigentisch gegenüber. Es ist wirklich gut, ja. Hat er überhaupt Arme? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das Schlimmste wird sein, dass du ihn schlagen musst, um zu gewinnen. Der sah halt nicht so hübsch aus. Ich glaube, da hast du danach schon erstmal so ein bisschen Tempo-Taschentuch-Bedarf, aber sonst. Ja, sehr gut. Dann, also von mir top. Sebastian, gibt es dazu einen Einwand? Sonst würde ich fortsetzen. Nee, mein Gott, passt schon. Ja, sehr gut. Ich nehme fürs Viertelfinale Lorelei, die Eistrainerin der Top 4 aus Pokémon Blau, denn sie ist ein Teenager. Mhm. Okay. Kein Problem, das gewinne ich. Du hast kein Problem, Teenager zu schlagen. Ja, wenn es auf Leben und Tod geht. Also als eine Eistrainerin würde ich schon ein bisschen zutrauen, was Ohrfeigen angeht. Sie darf ja keine Pokémon benutzen. Hier geht es ja nur um körperlichen Kampf und das kriegen. Das schaffe ich. Sie ist was für Frauen schlagen, nehme ich sie mit. Nein, das ist ein ehrlicher Kampf zwischen Teenager und 32-jährigen Mann. Sie hat angefangen! Ich kann mir vorstellen, dass du da schon da wirst du schon mal aus dem Viertelfinale mit glühenden Wangen rausgehen. Du kriegst drei ordentliche gezimmert, ja? Schlimm, dass du das Kind misshandelst, aber ich hingegen, ich werde lachend aus dem Viertelfinale rausgehen, denn ich habe mal geguckt, ne? Earthworm Jin hat Bob the Killer Goldfish als Gegner. Einen Endgegner, den man auch tatsächlich dadurch besiegen kann, dass man irgendwie sein Goldfischglas vom Schrank schmeißt und dann liegt er auf dem Boden rum und ist hilflos. Also der wird mir nicht wehtun und ich denke, mit meiner ersten Ohrfeige habe ich den bereits schwer beschädigt. Ich werde mit leichtem Fischgeruch an der rechten und mit einer unversehrten Fresse aus diesem Viertelfinale rausgehen und damit, weiß ich, ob das Insekt vielleicht auch eine Chance hat, wenn es zuerst, also Dom, du hast bis jetzt die schlechtesten Chancen. Das glaube ich nicht. Wir kommen alle bisher gut aus dem ersten Schlagabtausch raus. Wir kommen raus, ja, aber du halt mit den meisten Schäden. Ja. Du unterschätzt auch total einfach Doms Erfahrung im Schlagen junger Mädchen. Ja, pass doch mal auf, ins Halbfinale, da habe ich schon wieder einen Trumpf im Ärmel. Ja, sag ihn doch mal. Ich dachte, der andere fängt jetzt wieder an. Sag doch gleich mal du. Wir müssen das hier nicht unbedingt zur Starre aufziehen. Ja, jetzt ist er neugierig. Ne? Okay, also. Halbfinale, nachdem ich das Viertelfinale locker überstanden habe, Halbfinale kämpfe ich im offenen Schlag- und Watschenabtausch gegen Agathe, Top 4 Pokémon-Trainerin, Psycho-Pokémon, ist eine alte Frau. Lass mich die kurz googeln. Gott, wirst du den gesamten Wettbewerb mit Pokémon bestreiten? Ist das dieses Ding? Ich verrate nicht. Aber auch das ist ein Schlagabtausch, den ich gewinne. Es ist ein Wettkampf. Eine rüstige alte Frau. Eine rüstige alte Frau. Mit einem großen Spazierstock, der verdächtig wie eine. Ich wollte gerade sagen, es geht eigentlich weiter mit dem Frauenverprügeln hier. Da bildet sich auch ein Thema raus langsam. Aber Ohrfeigen funktionieren ja über Hand. Und da sehe ich mich noch gut gewappnet. Ja, hier im Pokémon-Wiki, ja. Allgemein macht sie oft Anspielungen auf ihr Alter und erzählt stolz, wie überaus praktisch es sei, noch im hohen Alter fit und sowohl geistig als auch körperlich agil zu sein.
Ja, ja, ich bin ja auch noch. Agil. Sind da auch Bilder von ihr an der Hantelbank schon zu sehen? Also ich habe heute Morgen erst eine Tasse gehoben. Okay. Also ich glaube, auch die wird zurückfeuern. Ja, du magst aus diesem Viertel, aus diesem Halbfinale rauskommen auf allen ja, vier Beinen. Aber problemlos. Ich glaube, du hast dann schon ein bisschen die Augen zugeschwollen hier und da. Dank Hauttyp 1 sind meine Backen ohnehin immer rot. Man sieht keinen Unterschied. Ich habe mich übrigens auch für alte Leute entschieden. Aber, aber ich wähle The End aus Metal Gear Solid 3. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Es ist ein Scharfschütze. Und der große Bosskampf da ist eben von diesem Scharfschützen nicht erschossen zu werden. Und einer der Tricks, einer dieser subversiven, ne? Oh, nur der Auteur Hideo Kojima kann darauf kommen, so genial zu sein, dass man die Systemuhr der PlayStation 3 Jahre vorstellt, dann ist die End nämlich bereits gestorben. Man kann auch einen Bienenstock auf ihn drauffallen lassen und solche Geschichten. Und nee, war der nicht mit Bienen irgendwie? Ich glaube, der hat auch noch Bienen gesteuert. Jedenfalls, die End ist ein unglaublich alter Sack. Und zwar ein wirklich gebrechlicher alter Sack. Der ist fast blind. Er hat lauter Altersflecken. Ich glaube, bei dem kassiere ich auch 10 und spüre nicht sehr viel. Und es tut mir schon fast leid, aber ich werd 100% Kraft einsetzen. Es ist möglich, dass er stirbt. Immer wieder hätte dieser Ohrfeigenwettbewerb auch gleich wieder eine tragische Schlagzeile. Ist ja auch ein bisschen selber schuld. Ne? Ja, genau. Also es tut mir schon fast leid, dass ich The End wähle, aber es ist alles im Spirit der Aufgabe, André. Oh Mann, ich bin die ganze Zeit am Scrabbeln, weil ich habe genau das gleiche gegoogelt eigentlich wie Sebastian. Ich habe auch Bob den Goldfisch auf meiner Liste. Ach Leute. Ja, aber weil es jetzt natürlich total lame ist, einfach das Gleiche zu nehmen, bin ich die ganze Zeit überlegen, wen kann ich denn jetzt einwechseln? Wir nehmen einfach mal an, es darf keine Dubletten geben und ich muss mich umentscheiden. Und ehrlich gesagt, das Beste, was mir bislang eingefallen ist, und ich bin mir zwar nicht 100% sicher, dass das tatsächlich als Endgegner auftritt, ich meine aber ich nehme Starkweather aus Manhunt. Der böse Regisseur aus Manhunt, das war in meiner Erinnerung auch so ein alter, unsportlicher Sack. Und das müsste zumindest so ausgehen, dass mir nicht der Kopf wegfliegt. Das ist jetzt das Beste, was ich als Goldfischersatz auf die Schnelle zusammenkratzen kann. Aber es tut mir auch selber ein bisschen weh, das jetzt hier so auf die Schnelle irgendwo wackelt. Ne? Merkst du selber, wackelt. Ja. Und ich bin mit Regisseure können Ohrfeigen verteilen, das sage ich dir. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber der sitzt ja die ganze Zeit in dem Spiel immer nur da und versteckt sich. Und ich glaube, der eigentliche Boss vorher ist Pixie. Und das ist aber nominell, ist er ein Boss, auch im Wiki. Aber ich sag mal, ich überleb's. Ich überleb's. Ja. Ich hoffe, er hat nicht noch irgendwie so, wer weiß, ne? Gut, damit rücke ich in die Finalrunde vor und stelle mich meinem letzten Widersacher. Und zwar ist es der eigentlich namenlose Rivale aus Pokémon Blau oder Rot, der zu Beginn der Pokémon-Auswahl des Starter-Pokémons bei Professor Eich genau das andere korrespondierende Element-Pokémon wählt als das, was ihr wählt. Das heißt, wenn ihr Shiggy wählt, wird er Glumanda oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist er 13 Jahre alt. Das ist die wichtige Information. Der Reigen der Kindesmisshandlung. Auch diesen Schlagabtausch werde ich gewinnen und damit setze ich mich schon mal nackt auf den ersten Platz des Siegertreppchens. Oh. Ich glaube, Demut gegenüber den Teenagern da draußen ist eine Lernerfahrung, die wir dir gut tun. Mein Problem ist eben auch, dass ich habe einen Fehler gemacht. Ja? Ich habe mir jemanden rausgesucht nach kurzer Google-Recherche und habe gesagt, toll, passt, ja? Denn ich habe halt nach Endgegnern im Rollstuhl gesucht. Gebe ich mir das zu, ja? Oh, Sebastian. Ich habe gedacht, ja, so jemand, der querschnittsgelähmt ist beispielsweise, der kann sich nicht groß wehren. Und siehst du, was ich finde? Der kann seine Arme noch bewegen. Wisst ihr, was ich finde? Wheelman aus Silent Hill Downpour. Und ich sehe mir das Artwork an und da habe ich gesagt, fertig, und habe mir das aufgeschrieben. Und jetzt habe ich aber dann so, als diese Folge beginnt, nochmal über diese Auswahl geguckt und hab den jetzt auch mal gegoogelt und mir diesen Bossfight aus Silent Hill Downpour angeschaut. Und Wheelman ist ungefähr so groß wie ein Haus
und er bewirft dich mit seinen muskulösen, starken Armen mit allerlei Gegenständen. Und ich bin mir sicher, bereits die erste Ohrfeige von ihm wird mir das Genick brechen. Es tut mir also leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich mit der Auswahl meines Finalgegners mein Leben besiegelt habe. Aber hey, dafür habe ich den die End umgebracht. Also hat dieser Wettbewerb gleich zwei Todesfälle. Oh Mann, also ich sag mal, die Einschaltquoten werden herausragend sein. Das ist schon gut. Du bist nicht umsonst gestorben, Sebastian. Ja. Ja. Das Internet vergisst bekanntlich nichts und dich erst recht nicht. Ja, ja, meine Google-Suchhistorie nach Bossgegnern im Rollstuhl, die habe ich auch etwas schamesrot eingegeben. Slapfight Sebastian Stange wird über Wochen trenden. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, ich habe als letztes auch noch mal in die Kiste gegriffen, in der ich eigentlich schon immer links und rechts eure Hände spüre, nämlich wo kann man noch Minderjährige verdreschen? Und ich habe gefunden, Ernest aus Bully, hierzulande zwischenzeitlich kurz bekannt als Canis Can im Edit, der dort als der Nerdboss vermerkt ist. Ebenfalls ja, ein, sagen wir, nicht wahnsinnig gut ernährter junger Mann, wahrscheinlich um die 13, 14 Jahre alt. Und da habe ich mir gedacht, sehr gut, mit dem gehen wir ins Finale. Das klingt genau nach der Paarung, mit der man hinterher, sage ich mal, doch durchaus ja, mit dem Preisgeld nach Hause gehen wird. Ja, also ich find's toll. Ihr habt euch bemüht. Es war knapp. Aber am Ende habe ich dann doch gewonnen. Also ich finde vor allem bemerkenswert, als wir gefragt haben, was denn noch? Und Dom dort hinten saß wie der Streber in der ersten Reihe mit dem Finger, mit der Hand in Luft und schnipste und unbedingt die Ohrfeigeninsel wollte, ja, um hier seine Pokémon-Propaganda vorzutragen. Ja, klar. Ja. Hat ja geklappt. Das ist wie den Wikipedia-Artikel als hier Hausaufgabe vorzulegen. So. Ja. Ich habe eine Sache angesurft, da habe ich alle Antworten gefunden. Die Hyperlinks noch entfernen, damit der Text einfarbig ist. Und dann auf Wikipedia auch noch den Artikel löschen, damit es nicht nachkontrolliert werden kann. Oh, das ist aber schon psychedelisch. Das ist wahrscheinlich so, zwischendrin sind wir auch zufällig über die zwei Inseln gestolpert, wo Pokémon Stadium nicht hinreichend als Antwort eigentlich ausgereicht hätte. Stimmt schon. Also ich stelle mir das so vor, wie hier bei den üblichen Verdächtigen, dass Dom einfach bei Vorbereitung auf die Folge den Blick hat schweifen lassen, auf seinen Snackautomaten, auf seine Pokémon-Spiele-Sammlung und auf die Poster an der Wand von all den Teenager-Bands. Das hat ihn beeinflusst in der Auswahl. Ja, ich muss es nochmal sagen. Wir haben vor 8,5 Stunden drüber gesprochen, als der Podcast losging. Ich bin nach wie vor angetan von der Kreativität der Inseln. Einige haben wir uns ja noch aufgespart, kann ich ja verraten. Wir haben nicht alle jetzt vorgebracht. Eine davon interessiert mich tatsächlich noch, denn da gab es noch in der letzten Sekunde Unklarheiten über die genauen Regeln. Eurerseits, von mir aus war alles klar. Von dir aus nicht, ja. Du hast die Regeln bloß äußerst schwammig formuliert und jetzt, wo du sie klargestellt hast im Vorfeld. Diese Insel hatte aber eine ganz einfache Antwort übrigens. Eine ganz einfache Antwort. Na, ich denke, dann sollten wir die noch mal ganz kurz besprechen, weil mich interessiert brennend, wie um alles in der Welt das funktionieren soll. Die ist so einfach, die Insel. Vor allem, nachdem dann Dom klargestellt hat, worum es ihm tatsächlich ging. Danach war die Antwort eindeutig. Das ist die Insel, wenn wir die jetzt noch mit reinnehmen. Das muss ich euch natürlich vorher warnend mit auf den Weg geben. Danach werde ich zum Gesamtsieger erklärt. Einfach nur, weil ich diese unglaublich logische, einfache Antwort als einziger gefunden haben werde. Und dann werdet ihr... Ey, nee, Dom, dann lass uns das lieber nicht machen. Dann brechen wir ab, oder? Ja, also alles natürlich jetzt, solltet ihr nicht tun, Na dann, begleite sie nach Hause. André. Ja, aber das ist ja auch grausam, die Leute jetzt auf diesem Teaser hängen zu lassen. Das können wir natürlich nicht machen. Ne? Dann müssen sie wohl einfach zuhören bei Insel der Schrecken 4. 5 oder was auch immer. Wann die kommt. Nee, komm. Ja. So viel. Also, da komm, jetzt machen wir die noch mit. Also die DLC-Insel, Dom, bitte. Ja, die DLC-Insel. Entschuldigung, ich melde mich gerade auch vom unteren Rand der Chardonnay-Flasche, ja? Das möchte ich noch kurz noch als Kontext einordnen. Du liest auch jetzt wahrscheinlich das Etikett vor. Ich sitze jetzt hier echt aufrecht vor dem Dokument und klammere mich an meinem Breitbildmonitor fest, um das jetzt diese noch hinzukriegen. Diese Insel liegt am Südhang Kaliforniens und hat Spuren schwarzer Beeren. Reich an Tanninen. Die DLC-Insel. Etikett lautet wie folgt. Jetzt wird's besonders diabolisch. Ihr seid auf einer Insel gestrandet, die nur über eine einzige Fähre mit dem rettenden Festland verbunden ist. Der Fährmann
ist sich seiner Monopolstellung bewusst und verlangt einen horrenden Preis für die Überfahrt. 1.000 Euro. Um schnell an dieses Geld zu kommen, gibt es nur einen einzigen Weg. Drei DLCs zu Videospielen eurer Wahl erdenken und möglichst erfolgreich den zuständigen Publishern bzw. Entwicklerteams pitchen. Die DLC-Ideen dürfen nicht zu dreist sein, Bedingung. Um einen Shitstorm zu riskieren, müssen gemeinsam aber auf die 1.000 Euro kommen, um die Insel verlassen zu können. Welche DLCs wählt ihr? Und hier hatte ich die Frage, sollen die einfach 1.000 Euro in Summe erspielen? Also einfach irgendwie DLC? Falsch. Sondern Einkaufspreis. Sie müssen 1.000 Euro kosten. So war es von Anfang an gedacht und geht klar aus der Aufgabenstellung hervor. Ja, du musst also quasi jetzt hier die 333 oder DLCs oder sowas erstellen. Eine Möglichkeit. Oder halt den einen Mega-DLC. Aber wir denken dran, es müssen drei DLCs sein, sonst ist die Antwort nicht richtig geantwortet. Ja, das ist richtig, aber... Oh, da habe ich jemanden erwischt gerade. Hast du nicht. Soll ich einfach vorlegen und danach könnt ihr einfach die Waffen strecken und es vorbei? Weil das... Ja, mach doch. Pass auf. Achtung. So. Ja, also. Die Frage ist ja eigentlich nur, ich mache jetzt nämlich den 1.000 Dollar DLC... Und dann, was falsch ist, ne? Nee, weil drei DLCs. Ja. Danach kann ich ja noch 2 1-Cent-DLCs drauflegen und fertig. Ja. Also dann habe ich halt noch Geld für ein Eis für die Überfahrt. Ich brauche die 1.000 Euro für den Fährmann und den ganzen Rest ist ja dann ein Bonus. Davon kaufe ich mir dann am Snackautomaten was. So. Und einfach easy peasy, die Antwort lautet: Achtung, seid ihr bereit? Seid ihr bereit, euch richtig dumm zu fühlen, dass ihr nicht drauf gekommen seid? Seid ihr bereit? Ja, wollt ihr noch mal eure Mutter anrufen, dass die bereit steht, falls ihr gleich irgendwie in den Arm genommen werden müsst? So. Sie sitzt neben mir, ich bin gespannt. Hervorragend. Neues Raumschiff für Star Citizen für 1.000 Dollar. Bumm, aus, vorbei. Ja, ist eigentlich auch scheißegal, was für ein Raumschiff. Ich habe irgendwie was aufgeschrieben, wir verkaufen denen noch mal irgendwie so einen Weltraumflugzeugträger mit Weltraumflammenwerfer und einer Kartbahn mit Unterdeck. Ja. Ist auch scheißegal. Muss nicht mal fertig werden. Ja, es kostet auch von mir aus nur 999 oder sowas und jetzt habe ich noch 2 DLCs obendrauf. Da habe ich gesagt, so kommen hier, weiß ich nicht, Blade Runner Pack für Cyberpunk und weiß ich nicht, Elden Ring Super Hardcore Modus für 2 Euro extra. Aber die brauche ich alle gar nicht. Ich brauche nur den einen DLC und fertig. Also als Aufgabensteller muss ich sagen, das ist eigentlich vorbei in der Aufgabenstellung, denn du hast ja wirklich ganz bewusst und selbstbewusst einfach nur einen DLC für 1.000 Euro genannt und das ist ja vorbei in der Aufgabenstellung. Oh. Aber ich brauche doch 1.000 Euro für den Fährmann, wieso ist denn das vorbei? Aber es steht explizit drin, 3 DLC, es ist kein Zufall. Steht explizit drin, ich brauche 1.000 Euro, um von der Insel runterzukommen. Ja, weil du gedacht hast, ich brauche 3 Chancen, um auf die 1.000 Euro zu kommen, aber ich habe es im ersten Anlauf geschafft. Achtung, ich zitiere mit all der katholischen Gewalt, die mir gegeben wurde durch meine süddeutsche Sozialisation aus dem Alten Testament. Da steht Folgendes: Es gibt nur einen Weg. 3 DLCs zu Videospielen eurer Wahl erdenken. So, das ist vorbei in der Aufgabe. Aber ihr habt doch 3 DLCs genannt. Das Problem ist nur, mit dem ersten war es schon erledigt. Also, André ist raus. Ich gebe, das ist ja unverschämt. Ich gebe die Antwort. Ja. Wir konzentrieren uns auf ein Spiel, das von einer Bande, möchte ich sagen, an Spieler und Spielerinnen gespielt wird, die den Geldbeutel ganz besonders lose in dem Hüftjäckchen sitzen haben, nämlich Teenager. Und die spielen bekanntermaßen Pokémon. GTA Online. Und in GTA Online, ich habe mich erkundet, ist es gar nicht mal so selten, dass Menschen sehr viel Geld für quatschige Sachen ausgeben. Und deswegen folgende Lösung für meine Aufgabe. Erstens, den sogenannten Burger-Hütchen-DLC für 50 Cent. Das heißt, man gibt das aus und kann sich so einen kleinen Burgerhut aufsetzen. Toll. Wer mag sowas nicht? Burger schmeckt jedem, kann alles. Toll. Als nächstes, wir sind bei 50 Cent übrigens, für alle, die mitrechnen wollen, ein Burger-T-Shirt für 50 Cent. Ne? Toll. Einen kleinen lustigen Burger auf dem Revers. Wir sind jetzt bei 1 Euro. Und jetzt bleiben noch 999 Euro übrig. Und die gehen drauf für den Chef-Limousinen DLC,
eine goldene Limo, mit der mal Spielerinnen und Spieler so richtig protzen können. Damit können sie durch die Straßen von Los Santos und was weiß ich fahren und allen sagen, wie viel Geld sie haben. Und wir alle wissen, auch das wurde übrigens in einer Studie aus dem Jahr 2012 mit 67% Wahrheit beantwortet. Protzen ist das, was Menschen online wollen, und das ermöglicht dieser DLC Cheflimousine. Dom. 999 Euro. Aber wo ist der Unterschied zu meiner Antwort? Das ist dieselbe Antwort wie André gegeben. Aber André hat nicht drei DLCs sich ausgedacht. Er hat gesagt, noch zwei irgendwas. Das, ja, aber das merkt man doch, er hat sich gar keine Mühe gegeben. Ich habe gesagt, wir verkaufen den Elden Ring Community noch einen super Hardcore-Modus für 2 Euro. Aber ja, man merkt doch, dass André am Anfang nur eine Antwort stehen außerdem hat. Außerdem hast gemerkt, du, ja, aber Dom, in deiner Frage steht, die DLC-Ideen dürfen nicht so dreist sein, um einen Shitstorm zu riskieren. Glaubst du nicht, dass es einen Shitstorm gibt, wenn man für 999 Euro in GTA Online ein Auto verkauft? Auf keinen Fall. Die ganzen geilen, reichweitenfinanzierten Websites werden sich draufstützen und sagen, oh mein Gott, so teuer ist dieser DLC-Überschrift. Dann kommt die News und die ganzen Leute werden es auch kaufen. Ich bin mir da sehr sicher. Ich habe da ein gutes Gefühl. Und in GTA 5 gibt es bereits eine goldene Limousine. Aber nicht die Cheflimousine. Und nicht für 1000 Euro. 999. Ich habe deine Frage halt so verstanden, dass man in Summe schnellstmöglich auf 1000 Euro kommen muss und habe dann einfach einen Quick Respec DLC für Elden Ring, der bloß 10 Cent kostet, ne, mir überlegt, wo ich dann eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden das Fair-Geld zusammen hätte und ich wäre hier sauber aus der Frage raus. Deswegen vorbei an der Aufgabenstellung, ne? Ja, vorbei an der Aufgabenstellung, die nicht konkret genannt wurde, ja. Richtig, aber falsch. Deswegen ist meine Antwort irgendwas mit NFTs in so einem scheiß Metaverse. Ich habe als alternative Antwort noch einfach 96 verschiedene neue Völker als Downloads für beliebige Paradox-Spiele. Das wäre auch gut. Ja, krass. Hat jemand mitgerechnet? Ich habe zum Glück die Statistik dokumentiert. Ja. Ich habe knapp gewonnen. Ich habe jetzt 127 Punkte mehr als ihr, oder? Also ich bin der Meinung, Dom hat gewonnen, und zwar eine Flasche Chardonnay, die er bereits getrunken hat. ich bräuchte tatsächlich eine neue, das ist richtig. Einen Kater und früh zu Bett gehen hat er gewonnen. Ich gehe erstmal schön baden jetzt im Anschluss. Ja. Und der weitere Preis, ist ein ganzes Paket, also ein besorgter Anruf von Mutter Dom, der kommt dann in den nächsten Tagen nach Ausstrahlung. Ja, aber richtig Angst, was passiert, wenn die Folge rausgeht. Lebst du auch in so einer beständigen Angst, dass irgendwann deine Eltern die Podcasts hören, die du machst? Ja, nee, da bin ich mir sicher, das wird nicht passieren. Da gibt es technische Hürden, die nicht überschritten werden können. Also Dom, aus Erfahrung kann ich dir sagen, bei einer Insel der Schreckens ist die Schere zwischen, mein Gott, was haben wir da für einen Murks aufgezeichnet, hin zum berauschenden Feedback aus der Community immer besonders abenteuerlich. Sehr gut. Ja, ich freue mich. Und das Schönste ist, wie bei so einem guten Festessen, es bleiben noch Reste übrig. Die stellen wir in den Kühlschrank fürs nächste Mal. Ja, ganz bestimmt. Ja. Das versprechen wir auch immer. Und irgendwann packen wir sie in die Mikrowelle und bing! Aber nicht mehr heute. Scheiß. Meine Damen und Herren, nicht mehr heute. Das war's, Insel des Schreckens 3. Ihr habt es so gewollt und so ist es gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Falls ihr uns im Anschluss an diese Sendung was Gutes tun wollt, einfach mal nur so. Ihr könnt uns bewerten auf iTunes, ihr könnt uns folgen auf Spotify oder aber ihr könnt euch selbst einen Gefallen tun und den Podcast abonnieren, von dem die Wissenschaft sagt, dass er in 97% aller Fälle zu größerem Glück und Erfolg im Leben führt. Gamespodcast.de/Abo oder patreon.com/aufeinbier oder auch direkt auf Apple Podcast. Da sind wir überall zu haben. Gönnt euch, greift zu. Ihr könnt mit uns diskutieren und Feedback geben zu dieser Folge unter forum.gamespodcast.de feiern oder auch einfach nach eurer Auszählung den Gewinner verkünden. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.